Weißt du, also wir könnten halt so viel Schönes gerade gemeinsam erleben. Ha! Nein, das wollte ich nicht erleben. Bitte sammelt mir all euren Code. Ha! Lauf, Karnes! Alter, das sind so viele. Wie viel habe ich verpasst in der halben Stunde, die du vor mir, oder Stunde, die du vor, und warum haben wir hier Metalltore? Das war Schluse gestern. War das der Taming Cage, den sie abgebaut hat? Nee, ich glaube, sie wollte eigentlich, bevor sie schlafen geht, so einmal Metalltore um unsere Base ziehen, dass nichts reinkommt, aber dann war sie zu müde und ist aufgegangen. Ja, das kann ich verstehen. Aber Steven lebt noch, also alles gut. Ja, der war auch eingekryot. Oh. Hab mich eben erst rausgeholt. Oh, okay. Aber Steven lebt noch, also alles gut. Mhm. Du bist hier richtig für Dino-Content. Ja, es gibt hier ganz, ganz, ganz viel Dino-Content. Das ist die Dodo. Wir haben bis jetzt nur Dodos, deswegen ist das die Dodo-Farm. Was ist das Erste, was man morgens macht? Ark spielen? Chronik abbauen. Ja, also wie gesagt, ich brauche nur noch ein paar Level und ein paar Rare Flaws, dann haben wir theoretisch unendlich Honig. Jawoll. Nee, wir haben noch keinen ganzen Zoo. Ja, morgen bin ich geboren, erster Geburtstag, und am 19. Mai, zweiter Geburtstag, kam ich in meine Adoptivfamilie, was wir auch immer ein klein wenig feiern. Oh, das ist sehr süß. Ach, das ist sehr, sehr süß. Irgendwo in der Mitte von unserer Insel, irgendwo bei dem See da, habe ich einen Spot gefunden, wo 4 von diesen Honigdingern waren zum Abbauen. Möchtest du mir sagen, ich hätte einfach nur in die Mitte von dieser Insel fliegen müssen gestern, damit ich den Honig finde? Vermutlich, ja. Alter, I cry. I cry. Hallöchen, Hasibel, guten Morgen. Und hallöchen, Nebularia. Habe vor kurzem mit Ark angefangen. Freue mich sehr, dass du auch wieder in deinen Stream spielst. Ja, ich bin wieder voll drin. Ich bin wieder voll drin. Und hallo auf jeden Fall. Willkommen. Willkommen im Stream. Und Dankeschön für die 17 Monate. Willkommen zurück bei den Eumeln. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Also mein Plan für heute ist auf jeden Fall, mir so ein Viech zu holen. Mhm. So ein... Okay, wir haben... Warum haben wir so viele Beeren bei uns im Kühlschrank? Niemand braucht Beeren im Kühlschrank. Scheiß auf Beeren im Kühlschrank. Weil die in den Preserving-Bins waren und nicht einfach alles rüber können. Ja, aber der Honig muss in den Kühlschrank. Ja, bevor du Honig geholt hast, war aller Honig im Kühlschrank, den wir haben. Ich hab mehr Honig. So, einmal rausgezogen. Jawoll. Hallo, Anna. Ah, ich wollte noch, Gott, ich hab was übersehen. Ich habe noch eine Nachricht bekommen auf Twitter wegen Ark. Und die wollte ich eigentlich noch lesen und ich habe es voll vergessen. Geil, wir haben noch eine Spielerin dazu bekommen. Wen denn? Lalena kommt noch dazu. Mhm. Geil, geil. Die hat auch knapp 400 Stunden in dem Spiel, hat sie geschrieben. Nice. Geil. Hallo Axo und hallo Wando. So, Honig ist drin auf jeden Fall im Kühlschrank. Ich habe gestern schon angefangen, mir wieder Videos zum Breeden anzuschauen. Das war mein Abendprogramm gestern noch im Bett. So richtig schöne, also so sich langziehende, so und so und auf diese Stats und so weiter. Und ich habe wieder im Hinterkopf, also es ist tatsächlich so, dass du bei einer Mutation eine optische Mutation hast
und zwei Stats, die sich verändern quasi. Und ich habe wieder das aufgefrischt, wie das ist mit den maximal 20 Mutations und warum du die am Anfang in den Breeding-Linien nicht drinnen haben möchtest und so weiter. Also ich würde sagen, ich bin nicht okay, die Dodos wollen mich nicht reinlassen. Das ist offensichtlich wurden wir nachts noch angegriffen oder so, weil die stehen alle in der Tür, als hätten sie gerade frisch gekämpft. Gut. Warum stehen die nicht auf passiv? Weil ich gestern, glaube ich, zu faul war, das zu machen mit allen einzeln. Ich habe ja gesagt, ich hätte gern irgendwie drei Dodos. Und dann hatten wir Schluse und Holler und... Also wir haben jetzt auf jeden Fall mehr als drei. Und dann war ich so, ja, okay, fuck it. Kann ich noch mal alles... Ja, ich kann alles auf passiv auf einmal pfeifen, ne? Ja, aber dann ist auch sowas wie der Stego auf passiv. Ja, aber es ist weniger Arbeit, den Stego manuell wieder umzustellen, als neun Dodos manuell umzustellen. Das ist vollkommen richtig. Wir haben jetzt in irgendeiner Räucherkammer Narkoseeds. Ui. Dann reiß ich oben die anderen Bären ab. Und nicht im Kühlschrank. So, dann machen wir den auf neutral. Den Agi. Und dich auch auf neutral. Sehr schön. Oh, man kann auch einen auf passiv stellen und dann auf nahestehende Tiere der gleichen Art übertragen. Das wusste ich nicht, dass das geht. Das ist cool. Das wusste ich auch nicht. Ich wusste nur, dass es auch mit Taming Groups geht. Wir haben auch nicht mehr genügend Code, um hier alles so umzusetzen, wie ich das gerne hätte. Ja, ich habe schon mal ein paar noch Fertilizer reingelegt, weil irgendwie alles kein Fertilizer mehr hatte und die Pflanzen wieder angefangen haben kaputt zu gehen. Ja, ich habe, wir brauchen viel mehr von diesen Bins-Dingern. Das funktioniert so noch nicht so richtig gut. Und die Scheiße, ohne dass sie Dünger ist, wird viel zu schnell aufgebraucht. Ja. Hallo, Fairy. Ich wusste, wo Dungbeetles wären. Hätte ich, glaube ich, gestern schon einen geholt, aber... Wer kennt's nicht, wir haben nicht genug Code. Herrlich, wenn man das nur nebenbei hört. Well. Oh, Ferneuer, ja, wir haben ja auch alles Mögliche an ekelhaften Viecherzeug. Also, das ist auch... Aber ich habe mittlerweile eine gute Frisur. Guckt mal. Sieht cool aus, oder? Ich find's richtig hübsch. Dankeschön, Kondrian, für die 21 Monate und ganz viel Spaß für weiterhin. Dankeschön. Danke, danke, danke. Und hallo, Lord Philippa. Und hallo, Fiti und hallo, Sakurus. Wir haben schon Fiumia. Wir haben nur noch keinen Dungbeetle. Das ist das, was noch fehlt. Ich habe gestern mich noch bei der YouTuberin bedankt in den Kommentaren, die das Alk Breeding Smart Tool noch mal genauer erklärt. Und ich habe einfach gestern noch mitten in der Nacht eine Antwort bekommen auf meinen Kommentar. War voll lieb, wo sie auch gesagt hat, ja, sie arbeitet für den deutschen Support-Bereich von dem Alk Breeding Tool. Wenn ich irgendwelche Fragen noch habe, also freut sie, dass mir das Video geholfen hat, und wenn ich noch irgendwelche Fragen habe, dann soll ich mich ruhig melden. Das war voll süß, ey. Mega gefreut. Aber ich dachte mir, also ich persönlich freue mich bei meinen Videos immer total, wenn ich so ein liebes Kommentar drunter bekomme. Und die hat mir ja so viel geholfen mit ihrem Erklärungsvideo, weil ich irgendwie Ark Smart Breeding jedes Mal neu lernen muss, wenn ich wieder ein Ark-Projekt starte. Ich vergesse jedes Mal, wie es geht. Und ich wusste auch, bis ich ihr Video gesehen habe, nicht, dass man diese Grafiken daraus ziehen kann, ne? Das ist... das, was ich ins Discord gepostet habe. Ach so. Also auch... Die Videos aussehen. Die mit den Farbgruppen, meinst du? Ja, mit den Farbgruppen und den Sets. Mhm. Das ist übel geil. Ich wusste nicht, dass das geht. Also auch für die Leute vielleicht im Chat. Ich blende euch mal ein, was ich meine. Ähm...
Also de facto ist es so, ich nutze halt ein Tool, weil es, die Frage wird 100-mal kommen. Ich weiß jetzt schon, dass die Frage 100-mal kommen wird. Deswegen zeige ich es euch einmal und dann erklärt es sich vielleicht selbst. Es wird sich nicht selbst erklären. Was für ein Blödsinn. Es wird sich niemals selbst erklären. Ich muss X-Smart Breeding auch an meine Taskleiste unten anbinden, damit ich das nicht jedes Mal suchen muss. Ich nutze Arc-Smart Breeding tatsächlich. Das bedeutet für mich auf Deutsch quasi, ich kann zu einem Dino in-game hingehen, kann sagen, okay, cool, E-Optionen Dino exportieren. Und wenn ich das mache, dann kann ich hier rüberspringen, auf letzter Export gehen und dann wird mir mein Dino angezeigt. Und mit den Stats, die er hat und wie gut die Stats sind quasi, die er hat, ob er gebreedet ist oder nicht, ja, welche Farbgebungen er hat, ob er Mutationen noch, hat oder nicht. Die Wyvern-Trench gefunden. Oh, geil. Das ist sehr cool zu hören. Dann haben wir hier eine Bibliothek. Warum ist meine Bibliothek gelöscht von gestern? Ah, weil ich gestern nicht auf Speichern gedrückt habe. Das erklärt, warum sie gelöscht ist. Dann wird der neu hinzugefügt. Dann habe ich hier meine Bibliothek und kann das anklicken quasi und kann mir auch einfach das Bild runterziehen. Wenn ich, also ich habe euch das so, kann mir quasi, habe dann hier so meine Bibliothek, habe dann hier die ganzen Agentavisse in der Liste, habe den Stammbaum, kann den Zuchtplan erstellen und so weiter, weil Arkian echt schwieriges Breeding-System hat. Und um einfach schnell in der Gruppe zu zeigen, was wir gefunden haben, kann ich mir so eine Grafik rausziehen, die schmeißt mir quasi das Tool raus. Da stehen halt die ganzen Stats drauf und die Farbgebungen und männlich und weiblich und Rasse und alles. Und das ist halt übel geil. Das ist ein kostenloses Programm. Das heißt, Arc Smart Breeding kann man sich einfach spontan online runterladen. Und es gibt einen Haufen YouTube-Videos, die dir erklären, wie es funktioniert. Es ist das Brutmutter-Tool, yes. Dankeschön, Clanky übrigens, für den Prime-Sub und Olovoton für die 12 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Nee, Arten kreuzen kannst du nicht. Nee, das geht nicht. Aber du kannst Farben kreuzen. Also es hat ein sehr cooles Breeding-System. Ein wirklich sehr, sehr cooles Breeding-System. Also ihr habt Dings gefunden, hast du gesagt. Ihr habt Weibern gefunden. Mhm. Okay, die Frage ist halt, also ich würde halt gerne so ein Andrew heute holen. Und dann können wir meiner Meinung nach entweder eine Fledermaus oder einen Rockdrake als Ziel aufsetzen. Ja, müssen wir warten, die Schluse da ist, dass wir rausfinden, dass sie uns zeigen kann, wo die sind. Aber grundsätzlich ja. Ja, im Zweifelfall würde ich einfach googeln. True. Also wir können natürlich auch warten, aber ich denke mir halt, also je nachdem, wie schnell wir halt sind mit den Sachen, wobei man an der Stelle auch sagen kann, wir können auch einfach, bis sie da ist, alles vorbereiten, was wir dann dafür brauchen, damit wir instant los können. Ja, ich gehe dann mal davon aus, dass sie in irgendwelchen Höhen sind. Das heißt, wir sollten uns auf jeden Fall Andrews holen. Mhm, genau. Glaube ich auch. Alles klar. Oder zumindest irgendwas, mit dem man sich in der Höhle verteidigen kann. Ja, wir spielen PvE. Wir spielen quasi mit Freunden auf einem Server. Aber auch, damit ihr es im Stream schon mal gehört habt, Niki und ich sind einen Deal eingegangen. Oder zumindest habe ich den Deal vorgeschlagen und er hat sich noch nicht lautstark dagegen gewehrt. Also gehe ich davon aus, dass wir einen Deal eingegangen sind. Ich unterstütze ihn dabei, die Fledermaus zu holen. Und dafür holt er mit mir Rockdrakes. Weil das alles ein bisschen entspannter ist, wenn man das zu zweit macht. Und ja. Das heißt, ihr werdet in den nächsten Tagen auf jeden Fall hier Rockdrakes und Fledermaus zu sehen bekommen. Und wir haben jetzt basically unendlich Öl. Ah, ihr habt die Ölpumpe gestellt. Ja. Geil. Und wir haben sie auch wiedergefunden gestern noch, weil wir haben sie irgendwie verloren. Eine halbe Stunde gesucht in dem Eisgebiet, wo sie dann eigentlich stand.
So, wie viel oder was hast du jetzt gerade plantechnisch zu tun? Eigentlich sollte ich leveln, aber ich habe keine Lust, deswegen laufe ich gerade planlos im Kreis. Das ist ja perfekt, das bedeutet, ich suche jetzt einfach einen Andrew. Mhm. Und du schreist, und ich schreie dann, sobald ich einen habe, und dann kommst du mit Petri und Honig und dann wechseln wir uns einfach ab, mal bereiten, wer gerade besser hinkommt. Mhm. Daher, jeder in dem Game kann auf einem eigenen privaten Server spielen oder auch auf einem Public Server. Du hast drei Möglichkeiten bei ARK. Du kannst entweder ein Single Game starten, einfach, wo du quasi den Server mit deinem eigenen PC hostest. Du kannst auf einem Public Server spielen. Oder du kannst einen eigenen Server aufsetzen. Und ich habe einen 150er weiblichen Andrew Sachus. Bin auf dem Weg. Und in unserem Fall ist es, wir haben halt, oder ich habe halt einen Server aufgesetzt, wobei ich den wahrscheinlich mit dem nochmal zu G-Portal umziehen werde. Ich habe gestern Kalle gesagt, dass wir bei Nitrado sind. Und Kalle hat mich gefragt, warum ich das freiwillig mache. Weil der wohl auch kein Fan von Nitrado ist, was die Serverlaggigkeit angeht. Ich hatte halt bis jetzt immer positive Erfahrungen, deswegen, ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt gerade 15 Slots. Das heißt, 15 Leute können zu jedem Zeitpunkt einfach auf dem Server spielen, wie sie Bock haben. Man kann aber viel größere Server auch aufsetzen, mit auch 50 Spielern, wenn man möchte, oder 100. In welche Richtung bist du denn ungefähr gegangen? Einfach Richtung Baumkrone. Nach rechts. Falsch, das ist das falsche rechts. Nach links. Jetzt, nein, stopp, bleib mal stehen. Du fliegst vor mir weg. Wieder genau da, wo dein Arsch ist. Ich sehe dich nicht mehr. So, und jetzt, stopp. Jetzt dreh dich um, nein, du hast dich gedreht, bevor ich gesagt habe, in welche Richtung. So, stopp. Du möchtest jetzt von dir aus nach 10 Uhr. Warte, okay. Hallo, da bin ich. Hallo, genau, einfach geradeaus weiter. Geradeaus weiter. Ich sehe dich immer. Geradeaus weiter, geradeaus weiter. Stopp! Ah, hier, okay. sie ist hier nach runter marschiert, also den Hang runter marschiert. Und da ist noch ein zweiter Andrew, deswegen stehe ich noch hier. Mhm. Hallo Jen. Da ist sie. Siehst du sie? Mhm. Ich habe mal Honig in den Petrano da reingelegt. Also du kannst oder ich kann, mir ist egal, ne? Also ich will einfach nur, dass wir eine haben. Machst du? Ich versuche mal das Erste. Dann gucke ich von oben zu und lache. Der Pteranodon frisst den Honig, ne? Wirklich? Weiß ich nicht. Das ist die Frage, weil wenn du ihn hinwirfst, frisst er ihn auch. Ich schiebe ihn mal sicherheitshalber in mein Inventar. Dankeschön, Bettiger Eumel, für den verschenkten Sub. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Ist ein PvP-Server theoretisch, aber wir haben bis jetzt nur einen Tribe drauf. Du machst das sehr gut. Vergiss nicht, die Knöpfe zu drücken. Dankeschön, Pierre. Ja. Schau gut aus, was du da tust. Es wäre gut, wenn du hier oben bleibst, weil unten sind böse Viecher. Also nicht, dass du es steuern könntest. Wir sind bei 15%. Bleib mal da stehen, wo du bist. Da. Ich habe einen Honig runtergeworfen. Mhm. Ich weiß halt absolut nicht, wie lange ich warten muss, bis ich dem wieder Honig zuwerfen kann. Ich würde so 5, 4, 3, 2, jetzt würde ich machen. Vom Bauchgefühl. Der sieht aus, als hätte er wieder Hunger. Ich habe leider auch keine Ahnung. Aber es frisst halt alles Mögliche, den Honig. Also. Mhm. Diese Andrew-Dinger sind. Die kannst du ohne Sattel reiten. Die funktionieren ganz gut für Höhlen. Jawoll!
Du kannst nachher so Sättel mit Turrets draufpacken. Wir wissen aber auch noch nicht, wie gut sie sind, weil wir gestern daran gescheitert sind, einen zu tamen. Wir waren aber auch sehr, sehr müde, haben keinen Honig gefunden und Niki hat ein bisschen länger gebraucht, um zu checken, dass er Tasten drücken muss. Das stimmt gar nicht. Ich habe Tasten gedrückt. Ich habe nicht gecheckt, dass ich sie halten muss. Wir können euch dann sagen, wie gut sie sind, sobald wir sie haben. diese Metalldinger sind gerade jetzt eine Zwischenlösung. Bist du da? Ja. Metalldinger sind gerade eine Zwischenlösung, die doppelt gemoppelt werden. Also wir haben die gestern auch genutzt, um Agantavis zu fangen, beziehungsweise Schlüsse, und hat die dann einfach nur umgestellt. Also wir bleiben auch nicht hier. Das ist quasi nur die provisorische Base, die wir hier haben, bis wir dann umziehen. Weil man ja am Anfang an nicht überall hinkommt. Und wir den Leuten erstmal Zeit lassen wollten, sich einzuloggen und uns zu finden, bevor wir wo sind. Der hat einen Biberdamm umgerannt? Der hat einen Biberdamm umgerannt, ja. Ich hoffe, er wird nicht gleich von Bibern umgerannt. Ich glaube, du bist zu schnell, um von Bibern umgerannt zu werden. Du hast echt viel Tempo. So? Aber wenn er gleich durch die Gegend wandert und von einem Bibern gepiekst wird... Resettet das, meinst du? Warte. Mhm. Honig. Das sieht aber sehr gut aus gerade. Und das ist ein Max-Level-Ding, also... Ich gebe mir Mühe. Ja, der wird halt safe jetzt alle Punkte in Oxygen haben, bei unserem Glück. Mhm. Oder ein Movement-Speed. Das auch, das bringt auch nichts, ne? Haben wir auch disabled auf dem Server. Jetzt ist da ein Pferd nebendran, das kickt mich doch gleich eh weg, wenn ich... Hier ist das. So. Jetzt tu dir nicht weh beim Runterfallen. Soulwater, hast du vielleicht die Glocke aktiviert? Wie viel Honig hast du noch? Ich habe noch zwei mit. Mhm. Okay. Soll ich noch einen holen gehen? Ja, also wir sind jetzt bei 50%. Warte mal, ich drop dir den zweiten auch gleich und ich gehe noch Honig holen. Ja. Dann weiß ich nicht, warum Soulwater. Dann kann das ein Twitch-Bug sein, dass es dir nicht angezeigt wird. Das ist Scheißen. Ich würde dir sonst alternativ vorschlagen, dass du auf meinen Discord kommst und dort die Benachrichtigungen für den Twitch-Notifier aktivierst, weil Discord-Notifications, die funktionieren eigentlich bugfrei. Dann kriegst du vielleicht nicht über Twitch eine Benachrichtigung, aber in dem Twitch-Notification-Channel poste ich nur rein, wenn ich online gehe. Das heißt, du kriegst da sonst auch keinen Spam. Das heißt, du kannst alle anderen Benachrichtigungen deaktivieren von dem Server und quasi nur Twitch-Notification anmachen und dann kriegst du auch immer mit, bevor ich online gehe. Dankeschön übrigens, Lia, für die 5 Monate und Housechecker für die 24 Monate. Dankeschön, Dankeschön. Und ja, wir haben Mods auf dem Server. Und hallo Oma Rumpelstilzchen. Wir spielen auf Fjordur. Ich mache gleich ein paar Mods ready, ein paar Commands ready, damit ihr das seht. So, ich bin theoretisch wieder da. Ich sehe nur. Ja, ich bin nicht. Ein Stück weiter am Strand. Kannst über die Tame-Liste dir auch den Dino anzeigen lassen, weißt du? Ah, ich vergesse immer, wo ich bin. Dass das ja auch Taming ist, quasi. Solange er jetzt nicht ins Meer reinschwimmt wieder.
Ja, geht ins Meer. Nein, doch nicht, noch nicht. Ja, geht ins Meer. Ja, jetzt vielleicht. Ja, okay. Hm? Aber er verliert noch keine Dings, obwohl er im Meer ist. Also vielleicht kommen wir durch. Oh, das war nicht gut. Ist nicht schlimm. Er kommt nur jetzt, um dich zu holen. Mhm. Hat er noch Agro? Ja, hat er noch. Da zieh mich am besten einfach mal auf die Klippe hoch. Ich will ja nichts sagen, aber das war ein ziemlich sexy Rescue. Mhm. Er kommt hoch, ne? Aber der verliert gleich wieder Agro. Er ist immer noch auf 69,7. Er hat noch keinen Taming-Dings verloren. Hast du noch Honig im Inventar? Nee, ich habe keinen Honig mehr. Ich habe einmal abgeworfen. Er kommt, Achtung, er kommt. Ja, oh gut. Mein Gott. Ich bin schneller als er. Ja, bist du dir sicher? Ja, ganz knapp. Außer er hat sehr viel Movement Speed. Aber er hat definitiv mehr Ausdauer als ich. Das ist mein Problem. Ja, ja, also das sieht nicht so gut aus, Niki. Okay, lass uns mal ein paar Meter mehr machen. Behalt du den mal im Blick, ob der uns noch hinterher wandert. Ja, tut er noch. Sag, wenn er aufhört. Wann könnte ich ihn eigentlich nach oben ziehen, damit wir nicht beim Meer sind, ne? Ja. Er hat abgelassen. Diese Mikro-Lags beim Fliegen sind richtig Pain, ey. Chat, sag mal, habt ihr das auch bei eurem Arc-Server? Ist das ein Arc-Problem oder ist das ein Server-Problem? Wisst ihr das? Ist ein Arc-Problem? Hm. Ich hab das auch, okay. Habt ihr eine Idee, wie ich das wegbekomme? Also ob es irgendwie eine Feineinstellung gibt, die man machen kann, damit das besser wird? So, ist nochmal Honig für mich? Auf jeden Fall. Warte, ich droppe. Nicht blind. Ich kann ja noch einen droppen sonst. Warte, ja. Warte, es ist weiter drüben. Bleib mal stehen. Ich heb das gleich auf. Ich hab Kompis hinter mir. Ach so. Na, Irse. Hallo. Na, Duse. Steht noch alles? Es steht noch alles. Also nicht Duse. Oder oh nein, jetzt hat er Agro auf mich. Nee, er hat Agro auf dich. Lauf. Okay. Solange er nicht von den Kompis gebissen wird, ist alles gut. Ey, ich bin ein fucking Pro. Du kannst auf den Petri zugreifen, ne? Mhm. Zieh dir mal den Honig raus. Ich such den anderen dann. Der hat abgelassen. Geil. No. Oh Gott! Ich bin ein Pro. Oder so. Au. Was hast du angegriffen? Ich wurde von einem Vogelvieh angegriffen. Ich bin auch aus Versehen abgesprungen. Das war nicht die Idee dahinter. Ich habe E gedrückt, statt dich einfach nur fallen zu lassen. Der Klassiker. So, und da ist jetzt halt die Frage. Boah, ich finde den Honig, den ich da gedroppt habe, glaube ich, nie wieder. So, einen habe ich aufgehoben. Ah, okay, das heißt, einer liegt noch rum. Ja, ich glaube, den einen Honig können wir verschmerzen, oder? Also ich sollte mit dem, was ich im Inventar habe, auskommen. Ich habe ja auch noch einen, also
Vor dir auf dem Felsen. Vor. Ha! Du hättest den. Wir tämen gerade ein Dings. Du hättest den auch niemals aufheben können, tatsächlich. Weil du ihn richtig geworfen hast? Weil er auf dem Felsen. Er liegt. Okay. Oh Gott. Auf dem Felsen. Und ich kriege ihn auch nicht, glaube ich. Au! Frage ist, wie sollte es auch anders sein? Bitte? Sagt, es ist Nacht, wie sollte es auch anders sein? Ah. Luki sagt, sie hat es nicht, sie hat Singleplayer gespielt, dann ist das vielleicht wirklich serverlastig. Dann ist halt echt die Frage, ob wir das wegbekommen, wenn wir auf Chipotle wechseln. Hattet ihr das auf euren Servern auch, dieses Rubberbanding? Weißt du das vielleicht, Schluse? Was ist Rubberbanding? Dass wenn du fliegst auf einem schnellen Flugding, dass es so nachzieht immer. Also dass man das Gefühl hat, man wird immer so eine Millisekunde wieder zurückgezogen. Nö, okay. Also ich kenne das jetzt seit jüngstem, seitdem wir umgezogen sind und eine lahme Leitung haben. Dass das aber nur mit dem Tech-Anzug und nicht mit Flugtieren eigentlich. Dann ist das ein serverseitiges Problem. Dann ist das kein Arc-Problem, weil ich habe das übel stark gerade beim Petri-Fliegen und es geht mir mega auf den Sack. Und ich habe aber keine lahme Leitung, also. Wir haben einen Andrew. Haben wir ihn? Ja. Nice. Ich habe mir die Stats aber noch nicht angeschaut. Wo bist du? In der Base. Wir haben einen 150er. Geilo. Holy also Schlüssel, wir haben genügend Honig für ein Honigding im Kühlschrank. Okay. Uns fehlen noch Level und. Ich würde, glaube ich, Metall und Zement holen gehen. Und vielleicht gleich nochmal nach einem besseren Agentavis-Ausschau halten. Der ist ja Müllvogel hier. Müllvogel. Also, wir haben 38 Punkte in Gesundheit, 25 in Ausdauer, 32 in Sauerstoff, 28 in Nahrung, 31 in Gewicht, 34 in Schaden, 29 in Geschwindigkeit. Das geht. Das ist actually nicht so bad. Das ist nicht terrible, das stimmt. Das ist actually nicht terrible. Also es ist halt ein bisschen zu ausgewogen leider. Wir haben leider keinen über 40er Stat, aber dafür ist der Sauerstoff auch nicht über 40. Also es könnte schlechter sein. Haben wir schon Futterdruck stehen? Ja. Ja, auf dem Dodo über der Cage. Über dem Dodo Cage. Alles klar. Ich habe uns mal Licht in die EBS gemacht, mir war das zu dunkel nachts. Okay, was wollte ich? Ich wollte noch eine zweite Spitzhacke rein. Ist kein Heilungsschweinchen. Nee, das ist so ein neues Viech. Ich zeig euch das gleich. Wir brauchen einen Namensvorschlag, Chat. Let's go. Er heißt doch schon. Ach, Andrew. Hallo, Chat. Okay, er ist weiblich. Sad. Ja, Andrew ist nicht so perfekt. Andrewa, wirklich? Andrewa, na wundervoll. Ich bin ja nicht der Chat. Wir haben ja noch ein Veto, würde ich sagen. Mein Chat ist jetzt bei Andrea. Wie hieß die dumme Hyäne bei Lion King? So sieht das aus. Alter, holla. Bestimmt, aber wie hieß die denn? Ich weiß gar nicht, wie die hieß. Chancy und Ed hießen einer. Ich weiß nicht, wie die erste Chancy? Hieß. Chancy? Chancy ist... Ed ist aber... Wäre Ed nicht eher ein Männername? Ich weiß es nicht. Ja, Ed ist diese verbandelte Hyäne, die sich ständig auf die Zunge beißt. Dann würde ich ihn Chancy... Ein bisschen schief guckt. Chancy ist schön. Verhalten... Ich habe actually nicht gecheckt, dass du sie schon umbenannt hast, weil einfach Andrew da stand und ich in meinem Kopf schon so abgespeichert habe, dass das Andrew ist. Wie mache ich denn nochmal das Bearbeiten? Unter Optionen, Namen ändern. Wie schreibt man Chancy?
Ah, Bansai gibt's auch noch. True. Ja, genau. Bansai, perfekt. Bansai, super. Aber Shensi war halt die eine weibliche, ne? Die anderen beiden. Ja, aber Bansai ist auch ein Weibchen, habe ich jetzt entschieden. Endet auf AI ist genderfluid. Ja, auf jeden eben. Fall. Eben. So, ich fliege jetzt das erste Mal hier auf der Map über den Teich. Mal gucken, ob die der Agentavis das möchte und kann. Die haben schon ordentlich Tempo. Die springen auch, werden auch schneller, lustig, je länger du drauf sitzt. Ja, drück mal C, Pia. Bei C hört es auf zu laufen. Aber wenn du einfach nur Shift drückst und läufst. Ja, du musst einfach nur Shift drücken beim Laufen und dann beschleunigt die immer weiter. Okay, dann war Steuerung der Charge. Es gibt einen Charge. Mhm, du hast unten links so einen Counter. Ach, nee. Ach so, nee, aber Steuerung ist es auch nicht. Dann was? Hä? Ich hab's eben gemacht. Entweder C, Steuerung oder Rechtsklick. Ich bin mir nicht sicher. Ah, C, wenn du sprintest. Ah. Oh. Das hat echt ordentlich Tempo. Hat der einen Oxygen-Wert? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ja der übel cool. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Nein, ich hab gebremst. Das ist ja mega cool. Ja, sie hat einen Oxy-Wert, aber kein hohen. Also nichts unangenehm Beschissenes. Und habt ihr schon geguckt, wann man den Sattel machen kann? 70 irgendwas. Hm. Aber du brauchst keinen Sattel, um auf ihr zu reiten. Nee, nee, ich weiß, aber das ist der Turret-Sattel, ne? Der Sattel ist noch mal ein bisschen, der ist noch, der ist gut. Mit Sattel ist das Ding. Schafft ihn, Bronto? Kann man machen. Ja, safe. Die schafft ein Bronto, oder? Die schafft safe ein Bronto. Mhm. Let's look. Was hast du denn für ein Level, Bronto, bevor ich dich eingreife? Ich sehe es nicht. Probieren wir es. Wenn heute Nachmittag alle da sind und wir den Petri haben, darf ich euch dann mal einen Spot zeigen? Machen wir dann einmal Klassenfahrt über den Teich? Das klingt gut. Klassenfahrt über den Teich klingt großartig. Ach, ich habe nebenbei auch noch einen Kompi getötet. Ups. Meine Freunde, wir haben jetzt kein Fleischproblem mehr. Warum sind hier 20 Dodos? Dann haben sich vermehrt und sind ausgebrochen. Soll ich ein paar Deini-Eier mitbringen? Ich weiß gar nicht, was Deini sind. Alter, das Ding ist riesig. Diese gefederten Raptoren. Oh, ja. Aber die sind halt nicht befruchtet, oder? Die du mitbringst. Doch, doch, die Deini-Eier sind immer befruchtet. Die liegen in so einem... True, da war ja was. Die muss man ja klauen. Ich meine, wir haben jetzt Licht, das ist geil. Ich könnte eine Klimaanlage bauen und dann könnte ich die... Petris ausbrüten, die ihr gestern gebrütet habt. Dann hätten wir noch zwei mehr, theoretisch, gesehen. Und jetzt haben wir auch ein Viech, das das Fleisch zusammengefarmt bekommt, das wir brauchen, um die zu ernähren. Wo? Oh. Bitte? Schuhe, ich glaube, wir haben aber... Obwohl, ich habe Metall geholt. Weiß gar nicht, ob wir... Ja, wir sollten genügend Metall haben. Ich hole hier drüben jetzt einmal Zement und ein paar Deini-Eier und dann... Okay, wir haben keine Electronics, schade. Haben wir noch Silikaperlen? Beatrice, lock dich ein! Wo bist du? Brauchen die nicht Fisch? Wer? Pteranodons? Nee. Also du kannst die auch mit Fisch füttern, aber... Nee, du kannst die einfach mit Fleisch füttern. Das ist, da ist Gott sei Dank nicht so streng.
Ich will ja nicht sagen, dass ich gerade noch nach einem zweiten Andrew gucke, aber ich gucke gerade noch nach einem zweiten Andrew. Ja, den darfst du dann themen. Ist das ein, ich habe keinen Bock mehr? Nein, ich will dir auch zuschauen. Finde ich sehr hilarious aus, wenn man die tamet. Ja, komplett. Und die alles kaputt machen. Komplett. Ich hätte halt super gern noch ein 150er Männchen. True. Damit wir Bibis machen können. Dann am besten noch ein Level 5 Männchen. Ui. Ihr kleinen Bibers, ihr kommt mal alle mit hier die Klippe runter. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, Bitches. Ui, Holla würde auch mitkommen beim Tamen. Ja, perfekt. Ja, großartig. Dann lock dich ein, komm ins Voice. Wo bleibst du? Warum bist du noch nicht da? Das ist die richtige, wichtige Frage. Warum habe ich noch keine Squad-Einladung für deinen Stream? Wobei du nicht mit Stream on kommen musst. Also, I don't care. Hauptsache, du kommst on und spielst. Mit uns. Los! Hallo Apollo. Ich habe einen wundervollen Deal mit Kalle gemacht. Ich habe die Hunde in der Früh rausgelassen. Und Kalle kümmert sich jetzt am Abend um die Hunde. Und der letzte Satz, den ich gehört habe, war ganz viel Spaß bei Ark. Und ich glaube nicht, dass er damit rechnet, dass ich heute irgendwann von 22 Uhr aus diesem Zimmer komme. Das ist super schön. Ich sag's immer, also ganz ehrlich, man muss, wenn man so gerne zockt, einfach nur mit einem Zocker ausgehen. Ich könnte mir nicht vorstellen, eine Beziehung mit jemandem zu führen, der selber keine Spiele spielt oder nicht zumindest in, also ja, der eigentlich selber irgendwie zockt, weil sonst kannst du ja meistens nicht verstehen, warum man 24 Stunden in so einem Spiel verbringen möchte. Und das ist einfach geil. Bietet sich auch für männliche Zocker an, sich eine Zockerin zu suchen, glaube ich. Ja, komplett. Komplett einfach. Und ich habe halt mega gut vorgearbeitet, weil dadurch, dass Kalle ja jetzt schon ein bisschen länger WoW mega krass viel grindet und davor dann Diablo gegrindet hat und dazwischen FIFA gegrindet hat und ich nur Crusader Kings 3 mal so eine Phase hatte, habe ich einfach sehr viel Grindzeit gerade gut, weil ich selber einfach war so, ja, ja, wir gehen nicht essen, kein Problem, lass uns bestellen, spiel WoW, alles gut. So. Und jetzt kann ich all diese Grindzeit kann ich jetzt nutzen für diesen Ark-Server. Also ich habe einen 135er. Lina, ich muss dir noch Rechte geben, deswegen siehst du dort noch nichts, alles gut. Den 135er habe ich auch gesehen, aber mit dem bin ich nicht zufrieden. Okay. Also ich habe mir gestern nochmal eine Stunde so Breeding-Sachen, ich bin mit dem Breeding-Video noch nicht fertig mit dem zweiten, aber ich habe mir wieder, um das ein bisschen aufzufrischen, habe ich mir wieder einiges angeguckt und wir sparen uns echt unendlich viel Zeit, wenn wir für die Sachen, die wir breeden wollen, einfach direkt nur die Max-Level-Dinger holen. Aua. Aua. Oh. Damn it. Was ist dumm gelaufen. Noch 145er Mail. Ja, sehe ich auch so, Max. 145er würde ich mir eventuell einreden lassen. 145er wäre so die Grenze, wo ich sage, okay. Ja, ich sag mal so, der ist aber ungefähr 100 Meter von einem Alpharex entfernt. Kriegen wir den Alpharex tot? Tot nicht. Welches Level hat er denn? 20 nur, aber wir haben außer einem Andrew nichts, ihn zu töten. Das wäre echt ärgerlich, wenn wir mit der da jetzt reinlaufen und die instant stirbt. Kann schon irgendwer die Flak? Nee, ich glaube nicht. Ich habe noch nicht das Level wir dafür. Wir haben auf jeden Fall einen Blueprint für einen Flak-Helm. Kann ich Flak? Und ich kann Flak theoretisch. Geh erstmal mit Leder meinen. Lena schreibt erstmal, ich glaube, Ark auf dem Arbeitsrechner zu installieren wird nicht funktionieren, also muss ich mich gedulden. Ach was, wenn du deinem Chef erklärst, dass du produktiver bist, wenn du jetzt erstmal ein bisschen Ark spielst, dann versteht er das bestimmt. Die 400 GB, das fällt bestimmt nicht auf.
Das fällt auf gar keinen Fall auf. Nee, nee. Du hast gesagt, wir haben Necroberry-Samen. Mhm, in irgendeinem Kühlschrank. Necroberry-Samen. Ja. Dass wir Necroberries anbauen. In einem Kühlschrank oder in einem. In einem Dings, wenn dann, ne? In einem Dings, genau. Ja, also kein Kühlschrank, sondern das andere. Die Räucherkammer. Ah, da, Necroberry-Samen, yes. Narko, nicht Necro. Ach so, Narko. Upsi. Narko. Narko. Ja, du weißt, was ich meine. Necro klingt so. Tot. So tot. Was tot ist, kann niemals sterben. Ach so, warte mal. Das ist ein anderes Franchise. Hier wurde gerade ein 130er von einem Pack Wölfe umgebracht. Naja. Warte, die spawnen auch als Babys, beziehungsweise. Oh, ich habe ein 140er Mail. Wer spawnt als Babys? Die Andrews. Ich habe hier gerade einen heranwachsenden Andrew Level 80. Lol, was? Das habe ich noch nie gesehen, dass in der Wildnis nicht ausgewachsene Viecher spawnen. Naja, bei Pinguinen ist das ja relativ common, dass Baby-Pinguine rumlaufen. Der neue Affe von Lost Island war ja auch so, ne? Hier der. Ja. Wie ist der denn? Hab ich vergessen. Der Tarzan-Affe. Hm. Irgendwas greift uns an. Komm bitte zurück, bevor du so weit hochfliegst, dass wir dich nicht mehr finden. Okay. Scheißvögel, ey. Guse. Mhm. Gibt's hier wie Lunasauren? Ja. Nicht für Turrets. Vulkan. Bei der Trench? Ja. Also drumherum halt komplett auf dem Vulkangebiet. Okay. Mit was muss man den Collector füllen, damit er die Scheiße aufhebt? Propan. Treibstoff, glaube ich. Ja. Boah. Oder einfach einen Tech-Generator bauen, aber. Ja, das war, wenn wir noch ein bisschen länger brauchen, I guess. Befürchte ich auch. Und wir haben leider weder Sulfe noch Kaktusfleisch. Deswegen können wir auch keinen. Propellant herstellen. Ich hasse es, dass ich einfach nicht so richtig auf die Crop Fader zugreifen kann, weil er jedes Mal auf die Rohre zugreift. Wenn ich das gewusst hätte, dass das so scheiße wird, hätte ich das ein bisschen anders gebaut. So, wie kriege ich euch denn jetzt hier rausgezogen, ohne nochmal dabei zu sterben? Reicht das schon, wenn ich ins Wasser schwimme? Hallo, ich will euren Scheiß haben. Kommt und fresst mich. Ich und Dampers. Hallo, Bibasse. Holy shit, wir haben so viele Kartoffeln. Haben wir eigentlich alles Gemüse da oben angebaut? Also alle vier Arten? Nee. Bis jetzt nur Kartoffeln und Zitronen. Weil ich, als ich das angebaut habe, lass noch nicht raus. Lass mich hier raus, blöder Fisch. Oh. Ja, ich glaube, ich sterbe jetzt wieder, weil der Fisch mich nicht rausgelassen hat. So.
Oh Gott. Oh Gott. Gut. Wie viel Aufwand ist das eigentlich, so einen Server umziehen zu lassen? Das kommt ein bisschen drauf an. Wenn du also Farm-Dinos dann hast zum Umzug, musst du ja nicht alles mitnehmen. Einen Server meine ich, also dass wir den quasi auf G-Portal ziehen. Kann ich dir in 10 Minuten machen. Echt, geht das so schnell? Ja. Weil wir haben halt sogar beim Reiten auf dem Ding, sie haben wir Rubberbanding. Kann ich mir einen Vogel von irgendwem leihen, der es über den Teich schafft? Ich habe keinen, aber du dürftest dir meinen nehmen. Wenn du viel Gewicht hast, meine hat halt kaum Gewicht, aber er hat viel Ausdauer. Haben wir noch ein Cryo hier liegen, weil ich muss 3 Tiere wieder mit zurücknehmen. Im Kühlschrank sollte noch einer liegen, sonst gebe ich... Nein, ich habe keinen dabei, lol. Ein Kühlschrank ist... Was könnte ich denn noch an Einstellungen rumdrehen, damit das besser wird? Das ist echt super, super nervig, dass wir da so krasse Lecks haben. Ehrliches Unterfangen super hier. Schade, ey. Ihr seht das mit dem Rubberbanding, ne? Weil, also es liegt halt nicht an meinem PC. Mein PC kann nicht von Arc ausgelastet werden. Voll schade, dass wir da jetzt nochmal umziehen müssen. Mal rein oder dann stirbt nicht, der sitzt auf der Wiese. Aber wenn das kein Aufwand ist, dann ist das zumindest etwas... Dann ziehen wir einfach einmal um. Das werde ich wohl erst herausfinden, wenn ich in den Chunk reinfliege. Lodos sind ausgebrochen. Nein. Ja, ich glaube ja, dass es am Server liegt. Sag ich ja. Deswegen ziehen wir auf einem anderen Server um. Also es liegt zu 99,9% liegt's am Server. Das ist einfach die Serververbindung bei Nitrado scheiße ist. Deswegen. Nee, ist ein Tetranodon Aerodactyl genannt und dann ist das ein komplett Andrew Sarchus. Ein Pony, ja, das ist ein bisschen ein großes Pony. Haben wir dieses ganze Transfer-Gun-Gedöns und sowas? Nee, ne? Umgezogen, das hat allerdings verbessert. Wir haben das Omnitool von S Plus, mit dem man Sachen transferieren kann. Es gibt auch so dieses Transfer-Ding, glaube ich, da. Also ja, das ist ja das Omnitool. Also damit müsste das eigentlich alles gehen. Yep. So, dann packe ich jetzt erstmal Pits wieder ein und packe Pits am besten auch oben in den Sicherungsagentavis. Wo sollte ich denn die... Wo sollte ich denn die FPS dann sehen? Teich liegt. Also wenn ich das eingebe mit den Stat FPS, dann zeigt mir der das nirgendwo an mit den FPS. Ich war an so einem Teich mit Bibern und die Biber haben mich unter Wasser gekillt. Und es sind immer noch ganz viele Biber hier. Ja, aber es liegt nicht am PC mit der Bodenbewusstsichte. Also dann müsste es ja an der Leistung meines PCs liegen und das ist ja nicht der PC, der das macht.
Unter der Erfahrung beim Dino, klein und grün. Da steht bei mir gar nichts. Oh, das ist jetzt an der Zeit, Level zu grinden. Seht ihr was? So, wo ist meine Dämonenspanne? Ich sehe keine FPS-Anzeige. Aber theoretisch müsste ich mit dem Transfer-Tool einfach auf meinen Loot drücken können und das in den Vogel packen können, oder? Hm, ich sehe keine FPS-Anzeige. Ist das Omni, oder? Das Omni-Tool. Aber... Das hat Simple Transfer und Advanced Transfer. Und mit Simple Transfer kannst du einfach rechtsklick auf das eine und linksklick auf das andere machen. Ach, da ist es. Jetzt braucht man dafür einen Stroh oder so, ne? Ja. Stroh. Nein! Oh. Es geht nicht um die Auslastung. Die größten Ficker auf Körnung, also es geht nicht um die Auslastung, es geht um die Server-Performance. Die Biber? Nein, die Mikroraptoren. Also ich sehe keine FPS-Anzeige, vielleicht bin ich auch einfach blind. Aber also ganz grundsätzlich gesagt, ich möchte euch einfach nur ein Gefühl dafür geben, warum ich nicht glaube, dass es an meinem PC liegt oder irgendwas in die Richtung. Ich habe halt eine CPU-Auslastung von 20%. Ich glaube nicht, dass mein PC Probleme macht, weil meine CPU eine Auslastung von 20% im Game hat. Ich fresse einen Besen, wenn ich Lags habe, weil mein PC mit der FPS-Anzeige nicht klarkommt. Also das ist, ich verwette darauf, dass das Rubberbanding ist, weil die Server, also weil quasi Server-Lags da sind. Oh. Was für Weird Flex. Es geht einfach darum, hier eine Fehlerquelle auszuschließen. Und wenn die CPU nicht ausgelastet ist, was soll es denn sonst sein sollen? Ja, die anderen haben auch Rubberbanding. An die Dismodeus. Nee, Teufelstern. Außerdem würde ich würde meinen Paketverlust als erstes im Stream merken. Wenn ich den hätte. Aber habe ich ja nicht. Also mein Stream geht ja auch komplett leckfrei und ohne jeglichen Paketverlust. Also einen Paketverlust internettechnisch kriege ich halt, oh Gott. Das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Kriege ich ja instant mit. Ich darf nicht so viel springen. Das Ding bekommt Fallschaden. Upsi. Hä, wie funktioniert das Omni-Tool? Upsi. Du stellst das auf Simple Transfer mit R. Oder Basic Transfer. Ich glaube, es gibt auch eine Option, wo man sich selber als... Necki, ich will auf G-Portal umziehen. Okay. Wollen wir das heute Abend machen? Können wir auf jeden Fall machen. Ich habe halt, sogar wenn ich jetzt mit dem Ding durch die Gegend laufe, habe ich halt Lags, weil das Ding zu viel Tempo hat. Sogar dann haben wir Rubberbanding. Du kannst nicht mal schnell reiten. Ja, Leute, ich weiß, dass ich kurz vorm Aufprall abspringen kann, damit ich den Schaden denaie. Das ist mir bewusst. Aber ich hatte an der Stelle actually Schiss, dass ich dann selber sterbe und dann irgendwo im Nirgendwo bin.
Leider, die FPS-Anzeige hat überhaupt nichts mit der Verbindung zum Server zu tun. In der Mitte des Teiches gestorben. Also die FPS-Anzeige hat was mit der CPU-Auslastung und mit der RAM und vielleicht noch mit der Grafikkarte zu tun, aber nicht mit der Server-Auslastung. Die FPS haben nichts mit Netzwerkproblemen zu tun. Das ist Bullshit. Das stimmt nicht. Hallöchen, Daniel. Nein, warum? Oh Gott. Oh Gott. Ich raff's nicht. Oh Gott. Oh Gott, das ist nicht schön. Ist auch immer der gleiche, der mich killt, glaube ich. Au. 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 Vielleicht sollte das Zügen immer selber au. Zu killen. Das geht ja. Ich muss die ja immer erstmal irgendwie triggern, damit sie überhaupt aus der Mitte des Teiches rauskommen. Dafür fasse ich dann so ein Biberdamm an und dann hat mich jetzt gerade mein Tyrannodon einfach abgemountet und in die Biber geschmissen. Weil er wahrscheinlich mit der Kralle das Wasser berührt hat. Hallo LuxFox, dankeschön für die 10 Monate, dankeschön, dankeschön. Aber Nitrado anschreiben klingt nach einer guten Idee. Wir haben gleich keine Vögel mehr, die sind gleich alle da drüben. Nitrado anschreiben. Vielleicht solltest du dann einmal rüberfliegen und alle zurückbringen, bevor du hin Loot holst. Ich bin ausgeritten und ich weiß nicht mehr, wo ich bin und ich weiß nicht mehr, wie ich zurückkommen soll. Wo muss ich hin? Wie komme ich zurück? Holt mich jemand ab? Also, schwierig gerade, weil ich kein Petranon habe. Hier ist so ein Aerodactyl, steht hier noch rum. Einer ist noch im Kühlschrank. Schön, ich kann Hans einfach nehmen. Ist das Petra? Ich glaube. Hey, der im Kühlschrank ist. Ich glaube, ich nehme einfach meine Armbrust mit und schieße die aus dem Wasser raus. Ich glaube, ich reite in die falsche Richtung. Jetzt in deinen Stream rein, wo du bist. Ich kann mir vorstellen, dass die euren Server auf ein Host-System migriert haben, wo viel los ist, weil nicht aktiv gespielt wurde. Ich habe den vor 2 Tagen gebucht. Vor 2 Tagen. Was, wo hätten die denn hin? Also, hä? Ja, warum ist Andrew fast tot? Also, ich fühle mich nicht angesprochen, weil es heißt nicht Andrew. Vielleicht bin ich ein paar Mal mit zu viel Tempo einen Abhang hinuntergesprungen und habe Fallschaden bekommen. Mal irgendwo ein bisschen mehr in den Himmel, dass ich ungefähr sehe, wo du bist. Ich guck in den Himmel. Nicht ganz so. Schau mal zu dem Baum hin. So dem. Ich sehe halt auch nichts einfach. Ich komme nicht darauf klar, wie das Schwein hüpfen kann. Ja, ich auch nicht. Deswegen ist er auch so low. Weil er zwar unfassbar gut nach oben springt, aber unfassbar schlecht landet. Ich glaube, ich muss darüber, oder? Nee. Nee, da. Boah, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Alter, are you kidding me? Ich glaube, du musst einfach am Strand entlang, wo das der Strand, dass das Meer links von dir ist. Als ob mich ein Defo gerade angegriffen hätte, ey.
Es gibt einen Performance-Mode, den man aktivieren könnte. In welchen Einstellungen finde ich den? Also wir haben ja auch nicht viele Spieler drauf. Also eigentlich sollte der Server ja auch alleine deswegen, weil wir, und wir haben ja auch noch fast keine Strukturen gebaut. Also der Server dürfte at this point meiner Meinung nach nicht laggen. Wenn ich überlege, wie viel Ark ich gespielt habe und wie leer dieser Server ist, sowohl von Spielern als auch von Dinos, als auch von, also von allem. So, das gibt keine, wenn wir da jetzt, ich weiß nicht, mit der CFK-Mod irgendwie 3 Burgen gebaut hätten oder sowas, dann würde das ja anders sein. Aber wir haben, was, 20 Dinos bis jetzt und eine Base aus Holz- und Steinfragmenten. Also es dürfte nicht laggen. Eigentlich. Oder kommt. Ich bin verwirrt, ich weiß nicht, wo du bist, Pia. Alles gut, ich stehe hier und habe eine wunderschöne Aussicht. Ach, doch, in die Richtung muss das so sein. Hä? Ich guck gerade, ob ich einen Performance-Boost finde. Kurz mal auf, klar. Vorne ist ein Alpha, das finde ich nicht so gut. Dann kriegen wir nicht tot, wenn wir so am Arsch sind wie jetzt gerade. Aber ich glaube, ich muss da vorne lang. Wir haben uns gefunden. Nice. Ich bin wieder da. Auch wenn wir ein bisschen angeschlagen sind. Aber das beruhigt sich wieder. So. Wenn es ein reines Server-Performance-Problem wäre, müssten die alle Lags haben. Ja, haben sie ja auch, bloody. Hat jeder, mit dem ich jetzt gefragt habe auf dem Server, hat gesagt, dass er beim Fliegen auf dem Petri Rubberbanding hat.
Einen wunderschönen guten Hallo. Tag. Gerade mal, wer gerade den Otter eingelesen hat und festgestellt hat, dass der Otter komplette Shit ist. No, wirklich? Ja, ist kompletter Müll. Aber dafür haben wir ein 150er Schwein. Ja, war, also ich meine, es war klar, es war ein 15er Otter, ne? Well, ja. Warum laufen solche Diskussionen zwischen Streamern und Chat immer war gleich ab? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe auf jeden Fall Trado geschrieben. Ich habe gerade meinen Manager geschrieben. Und wir haben wohl eine Kontaktperson von Trado und fragen jetzt, ob sie unseren Server vielleicht verlegen können, damit er weniger laggt. Das wäre übel cool. Weil eigentlich will ich nicht umziehen. Ich bin mit Trado. Ich hatte nie Probleme mit Trado. Deswegen wundert es mich halt voll, dass es diesmal so bad ist. Und vielleicht legen sie ihn einfach um den Server. Das wäre übel geil. Dann haben wir nicht so krasses Rubberbanding so, und dann bin ich happy. Ich glaub, also es muss ja nicht perfekt laufen, aber zumindest reiten können möchte ich, oder? Dass hier irgendwas Dings. Oh, ich muss mal ganz kurz. Es hat geläutet. Könnte sein, dass ich deinen Vogel in der Tasche habe, ich bin mir nicht sicher. Das ist okay. Was ist der Plan? Also Pia, wolltest du jetzt direkt noch ein Enzo? Oder habe ich noch Zeit für mich weiterhin in den Tränen meiner Unfähigkeit beim Otterzähmen zu wälzen? Okay. Es ist nice, wenn einem der Chat sagt, dass Pia gerade nicht da ist, wenn man die eine Frage gestellt hat. Pia hat sich ein bisschen verändert. Was, wo? Pia trägt jetzt neuerdings Bart und eine Kappe. Wo? Pias Stream. Achso. Jetzt hat man dich. Möchtest du auch ein Voice mit den Leuten geben? Ja. Das ist J-Humor. Kannst du was anderes hinschreiben? Wie denn? Das ist E. E, das ist D. Das ist E. Ja, oder F. Immer. Immer sei da richtig. Schildtext festlegen. Der kann halt kein Ü. Das Spiel ist so scheiße. Nein! WoW spielen. Viel Spaß in WoW. Ja. Ich muss sagen, ich finde ja nicht gut, dass die Fellrüstung meine Brüste so wenig gut darstellt. Dankeschön, Maxon. Dankeschön, Daniel. Vielen lieben Dank. Das ist super lieb. Dankeschön, Ja, das verdeckt so ein bisschen. Das sieht so aus, als wären die da nicht. Da habe ich die extra so groß gemacht. Nimm dir mal den Birthday Skin aus dem Schrank und pack den auf deine Fellrüstung, auf deine Brustplatte und deine Hose. Den welchen Skin? Ich glaube, Birthday Suit heißt das Ding. Aber wie konnte ich nochmal anschalten, dass Info-Dingens kommen? Da. Birthday. Partyhut-Skin? Nee, gut, dass der Mann wieder im Stream haben. Soll ich wieder gehen? Dann schau mal in der Werkbank. Soll ich wieder gehen? Irgendwo habe ich die eigentlich hingelegt. Ich habe gerade einfach Döner geliefert bekommen von Kalle in mein Zimmer. Boah, ist das geil. Das ist übel geil. Bester Mann. Das ist großartig. Auch hat er das Schild von Jay mal eben spontan umgeschrieben. Ich war nämlich auf der Toilette und er hat sich hingesetzt und hat gespielt statt mir.
Ich war enttäuscht, er hat sich nicht umgedreht und meine Brüste begutachtet. Ich auch. Aber ich finde auch, hier, guck dir das an, das ist ganz wichtig. Deine Titten? Ja, guck mal. Guck mal meine Brüste in der Fellrüstung, die kommen gar nicht zur Geltung. Ja, das stimmt. Das ist mega schade, ne? Warum also trägst du dann Dinge? Ja, weil's klar, du musst das von Niki draufziehen. Oh Gott, ey. Ich muss mir gleich noch für einen Döner eine Küchenrolle oder so holen, aber ich möchte erst sehen, ja. Ach, scheiße, ey. Ernsthaft? Wenn du willst, auch noch die passende Hose. Also was zur Hölle? Ich möchte nicht verpixelt sein. Wieso bin ich denn verpixelt? Du bist jetzt nackt. Mit Handschuhen und Mütze. Nice. Großartig, ich bin gleich wieder da. Wie mache ich das wieder weg? Rechtsklick drauf und remove und dann skin, also entfernen und dann. Ich hoffe, die haben das nicht mit Haut übersetzt. Nee. Es gibt Spiele, die das tun. Geburtstagshaut. Vielen verschenkt. Das hat viel. Für zwei sogar. Holy shit. Vielen lieben Dank. Danke. So, eigentlich ist das einzig wirklich Wichtige, was ich in meinem Inventar hatte, die Kantine. Um die wäre es ein bisschen schade, wenn ich meine Leiche da im Teich liegen lasse. Mhm. By the way, hat der Otto überhaupt noch Essen? Er kann übrigens vom Fisch essen, haben wir festgestellt. Deswegen hungert er so ein bisschen. Ja, hab ich doch gesagt, dass er nur Fisch essen kann. Ich dachte, dass das mit Dings auch geht. Ups. Haben wir genug Metall für eine Pike? Wenn du Glück hast, liegt sogar eine Pike an der Werkbank. Ach nein, okay, warte. Oh ja, nicht nur eine. Wie hieß dein Tyrannodon, Herr Holler? Aerodactyl. Ich nenne meine Dinos gerne nach Pokémon. Okay, dann lasse ich Aerodactyl mal frei. Den musste ich mir kurz mal leihen gerade. Ja, das ist okay. Ist euch aufgefallen, dass dieses lustige Schweinding sogar nach hinten austreten kann? Pia, als du weg warst, hattest du dich gefragt. Und zwar, wie ist dein Plan? Willst du jetzt direkt gleich dem nächsten Andrew zähmen oder habe ich noch Zeit, mich in den Tränen und das, also, ne, zu wälzen bei der Otterzucht und Farm und Also ich würde super gern relativ bald noch einen holen, weil ich gerne ein Baby machen würde wollen. Und dadurch, dass die trächtig sind und keine Eier legen, muss ich das ein bisschen timen, wie wir das machen. Ich geh mal suchen. Ja gut, dann besorge ich jetzt Fisch von meinem Order, den ich jetzt hier habe. Und du suchst. Jetzt liegt im Kühlschrank, weil ich ja nicht zwei hintereinander rauslassen kann. No. Ich habe ja auch extra gerade ein Low-Level getötet. In der Hoffnung, dass vielleicht was Besseres nachspawnt. Aber mir klingelt's im Moment. Ich würde halt am liebsten eigentlich mit dem Dude rumlaufen und nach neuen suchen, aber der ist so low gerade, dass ich übel Schiss habe, dass ich den umbringe, wenn ich mit dem unterwegs bin. Dankeschön, Chat. Geht fast wie ein. Ja, aber der, also ich finde, es bringt im Verhältnis nicht so viel, wenn man überlegt, wie viel man da reinstopfen muss. Da wären 135er. 135 will ich eigentlich nicht. Ich glaube, ich lasse meinen Loot da liegen. Nein, der gute Loot! Und weniger Bier, der auch noch. Hey! Das ist ganz schön frech. Ich glaube, im Anfangsgame kann ich das vercraften. Niki, wo ist denn dieser 145er, von dem du geredet hast? Beim Eisgebiet. Also ach so, das ist ja übel am Arsch weg. Oder? Es geht, also wenn du am Strand einfach entlang läufst Richtung Eisgebiet, ist links irgend
war denn der Alpha-Rex gewesen? Rechts? Ah, da war ja der Alpha-Rex daneben. Da war ja das Problem. Das habe ich verdrängt. Wir haben ein Weibchen bis jetzt. Das heißt, wir wollen eigentlich ein Männchen. Aber wenn es Max-Level ist, nehme ich alles, was ich krieg. Sowohl Männchen als auch Weibchen. Habt ihr übrigens eine Squad-Stream-Anfrage geschickt? Du hattest eben sowas erwähnt. Jawohl. Nice. So, warte mal, wie viel Fisch habe ich jetzt? Haben wir eigentlich schon Kettensäge? Nee, ne? Nee. Man kann ja mal fragen, wer weiß, wie die gesucht hat. 135er wollen wir nicht, oder? Also 135 ist schon. Ist halt so naja, ne? Also, so naja, ne? Ist jetzt nicht bad, aber ist schon bad. So, das ist halt die Sache. Also wenn es um Stats geht, kann auch ein 135er einen richtig guten Stat dabei haben. Ja. Ist dann halt Luck, ne? Aber Luck ist es immer. Ja. Weil wir hätten halt einen 135er vor der Base. Also ich meine, die Sache ist, theoretisch gesehen hätten wir damit zumindest mal noch einen, mit dem wir in eine Höhle reingehen, auch wenn wir nicht breeden. Weil ein 135er zumindest die Chance hat, dass man ihn halt gut mitnehmen kann. True. Nee, gratis ist er nicht. Das ist trotzdem Arbeit, den zu holen. Also. Aber sonst hätte ich hier einen auf jeden Fall. Gut, dann bist du ready, Holla? Ich bin noch Fisch am Sammeln, aber ja. Die Otter brauchen Stats, weil sie, desto mehr Nahkampfangriff sie haben, desto besser ist ihre, genau, sind ihre Isolationswerte. Und außerdem möchtest du bei solchen Viechern auch, dass sie viel Leben haben und viel Nahrung, damit sie nicht instant verrecken, wenn sie dir mal irgendwo runterfallen oder wenn du mal vergisst zu füttern. Also so alles, was in diese Richtung geht, egal ob jetzt so ein kleiner Affe oder so ein Scheinhorn und so weiter, die haben halt meistens irgendwelche Effekte, was sie nützlich macht. Und Leben finde ich auch immer geil, damit sie halt ein bisschen was abkönnen. Na, bei einem Otter weiß ich nicht. Also wenn du stirbst gegen irgendwas, ist dein Otter eigentlich auch tot. Nee. Also bisher hat kein Otter überlebt, der gestern Aggro gezogen hat. Ja, aber der hat ja keine Aggro gezogen. Also ich habe noch nie einen Otter gesehen, der überlebt hat, wenn mich ein Fleischfresser angegriffen hat oder sowas. Nee, aber ich hab kennst von den Dings so, von den Ziegen. Ja, aber der, also bei allem anderen ist es auf jeden Fall sinnvoll, aber Leben bei einem Otter aber ist eigentlich irrelevant. Man darf auch nicht vergessen, dass normalerweise man ja auch nicht nur allein unterwegs ist. Das heißt, wenn dein Otter ein bisschen mehr Leben hat und du bist zu zweit oder zu dritt unterwegs, desto mehr Leben der hat, desto mehr Zeit hat dein Team, um darauf zu reagieren, dass es dein Otter rettet. Und wenn du die schon breedest, dann breed halt auf was Sinnvolles. Sauerstoff bringt dem gar nichts. Geschwindigkeit auch nicht. Actually, Sauerstoff bringt ihm was. Was bei wem ist unser Server gerade, Pia? Bitte? Bei wem ist unser Server gerade? Nitrado. Okay, ich habe nämlich meinen krassen Arc-Experten im Chat, der uns was über das Rubberbinding erzählen kann. Bitte nicht. Das erste, war so. Nee, der ist wirklich Experte. Anderes Streamer. Okay, kennst du, oder? Ja. Und also ich habe ihn einfach mal gefragt, so wie das ist mit dem Rubberbinding. Das erste, was er fragt, das ist das Nitrato-Server. Ja. Ja. Gut, dann haben wir das. Also wir haben jetzt mal Nitrato angeschrieben. Okay. Und darum gebeten, dass sie den Server vielleicht woanders, also ne, auf ein anderes Ding verlegen. Dann schauen wir uns das an, ob es dann besser ist. Und wenn es nicht besser ist, ziehen wir um auf einen auf Chipotle oder so. Na. Nice, nice. So, ich bin ready, Pia.
Was brauche ich? Was? Wir nehmen sicherheitshalber Niki mit, hätte ich gesagt, falls Niki Zeit hat. Ja, ja. Ich komme langsam zu Besten. Weil wir haben dort, wir sind direkt neben dem Schneegebiet und es sind noch zwei andere von den Viechern dort in der Nähe. Das heißt, wir müssen die anderen Viecher wegziehen. Jo. Gut, dann nehme ich mal noch ein bisschen Fleisch mit. Brauche ich irgendwas an Bewaffnung? Nee, du möchtest eigentlich nichts mithaben, was du potenziell, also die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, ist sehr hoch. Nimm nichts mit außer Fleisch für dich selbst, um ein bisschen gegenzuessen. Und dann nehmen wir halt den Honig, packen wir gleich ein. Ich hätte gesagt, wir machen das so, wie wir das mit Niki vorhin gemacht haben. Okay. Ich habe es noch nie gemacht. Ich bin gespannt. Also. Ja, ja. Ist ein paar Shift-Themen. Ich werde gerade entführt. The fuck? Jetzt die Klippe runter. Auf geht's. The fuck? Ich bin einfach nur am Essen gerade. Holy shit. The fuck? Meine Tat ist nicht so gut. Wir machen das selber, ne? Moin. Was wollt ihr machen? Einen Andrew-Tame. Also wir haben einen Andrew. Da. Das hässliche Vieh. Und wir wollen jetzt noch einen zweiten. Hallo, Pixelbuch. Damit wir da ein bisschen reden können. Du kriegst auch eine Antwort von mir. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen. Ja, okay. Mache ich auf jeden Fall. Ich habe mir gestern einen Pteranodon getamed. Also das sind also meine persönlichen Fortschritte. Warte mal noch ganz kurz. Ich habe noch keinen Honig mit. Oder hast du schon? Nein, mein Problem ist, wir sind zu schwer. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Warte. Immer noch? Nein, alles gut. Ich habe Sachen abgeworfen. Honig waren immer Einser-Steaks, ne? Ja. Oh, das ist so pain. Ich pack schon ein, alles gut. Du kannst ja schon mal ein oder zwei ins Inventar schieben oder wahrscheinlich reicht eins und wir nehmen die anderen mit, weil wir werfen dir die dann zu. Okay. Oh Gott, das wird spannend. Ja, ich find's vor allem toll, dass ich's nicht machen muss. Das macht mich schon glücklich. Ich habe keine Ahnung, was ist. Irgendwas mit Taste drücken, ne? Ja, ja. Ich habe die Arbeit ausgelagert. Also gut, dass jetzt, also gute Uhrzeit, um loszugehen. Wenn ich bin ready. Dunkel wird? Ja. Ja, ja, ist eine perfekte Uhrzeit. Warte mal, ich muss mal Gamma hochstellen. So, wohin? Sollen wir eigentlich zwei Fliegeviecher mitnehmen? Ja, wäre eigentlich sinnvoll. Also, Holla, du hast ja auch ein Petri, oder? Yes. Geil, dann welches ist denn deiner? Ich sitze drauf. Cool, dann nimmst du mich mit. Wobei, wo ist vielleicht besser, wenn ich dich mitnehme, weil ich weiß, wo er ist als Einzige. Ach, du gehst mit Pelzrüstung? Das wird spannend. Nicht? Also, ich erinnere dich an das, was ich gesagt habe. Du wirst wahrscheinlich sterben. Ich würde echt alles da lassen, was du nicht brauchst. Kann ich die Pelzrüstung? Nee, ich lasse dich hier kommen. Den Otter habe ich auch abgelegt, das ist gut zu wissen. Okay. Na. Oh Gott, du warst schon in meiner Kralle, das hätte ich nicht gesehen. Gott, dieses Rubberbanding. Ja, sowas tiltet mich halt des Todes. Also, es darf halt eigentlich nicht sein, dass du für einen Server bezahlst und du nicht mal auf einem leeren Server ordentlich fliegen kannst. Also, das ist schon Pain. Also, ich hoffe, dass wir da eine Lösung kriegen. Wir sind halt auch echt nicht viele Leute, ne? Nee, der Server ist noch halb leer und trotzdem leckt schon alles wie Scheiße. Also, das kann halt nicht sein. Da ist der 135er. Ja. Also, du ziehst dir den Honig unten in deine, du ziehst dir den Honig unten in deine Leiste rein. Ja. Deine Aufgabe wird sein, an dieses Viech heranzuschleichen, damit das kein Aggro von dir bekommt. Und dann drückst du die Taste, auf der dein Honig ist, und wirfst ihm quasi
das Honig vor den, also auf den Boden. Du musst das nicht auf Null ziehen, du kannst das auf irgendeine Taste ziehen, also unten ziehen und du drückst die dann und dann wirft er die quasi so hin und dann zerschellt das auf den Boden und dann wird er dorthin. Bitte? Man isst die nicht aus Versehen. Also man isst die nicht aus Versehen, nee. Ziehst du sicherheitshalber auf Null, wenn du dir unsicher bist. Ich meine, dass ich es gestern auch mit anderen Sachen gemacht habe. Das heißt, du drückst einfach nur die Zahl, dann wirft er das hin. Du kannst das danach nicht mehr aufheben. Das ist dann so auf dem Boden zerschellt quasi. Und er geht dann dorthin, um das zu fressen. Und wenn er das frisst, kannst du auch an ihn ran sprinten, musst ganz nah an ihn ran und drückst E, um dich draufzusetzen. Es zeigt dir das dann auch an. Und dann reitest du auf ihm. Und dann hast du links und rechts zwei Pfeile. Du musst immer den Pfeil gedrückt lassen, der quasi aufblinkt, solange der grün ist. Wenn er rot, oder BSD? Mit AD geht das quasi. Okay. Also mit links, rechts. Ich habe nur noch ein Viertel Leben. Warum? Weil es kalt ist. Ach, heilige Scheiße. Das ist so heavy. Was ist jetzt mit der Pelzrüstung so? Ja, dann brauchen wir eine Pelzrüstung, wenn du hier so schnell Leben verlierst. Ich verliere hier nicht so schnell Leben. Also ich bin jetzt bei 25 Gesundheit. Und ich habe schon 26 Resistenz geskillt. Ja, ich habe 40. Bei mir geht's auch runter, aber nicht so schnell. Das heißt, du hast quasi diese Pfeile links, rechts. Und darunter hast du so eine Rage-Anzeige. Wenn die bei 100% ist, wirft er dich ab und kriegt Aggro. Das heißt, du möchtest auf jeden Fall absteigen. Bevor es bei 100% ist, einfach mit E absteigen und dann wieder neu hinwerfen. Aber du kannst da kurz weggehen dazwischen und den erstmal chillen lassen, quasi. Okay. Das wird schön. Ich kann ja einfach mal Stoff anziehen, müsste reichen, oder? Nimm Pelz mit. Also ich verliere auch Leben stückchenweise mit Leder und ich habe 40er Resistenz. Wir sind ja zu zweit da. Worst case heben wir den Pelz auf, wenn du stirbst. Wird schon klappen. Ja. Dankeschön, Lady Nachtigall, für die 24 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Danke, danke. Halt kurz hoch und dann können wir. Ja, es hilft, wenn man eine Fackel in die Hand nimmt, aber Holla kann keine Fackel in die Hand nehmen, weil die andere Dinge zu tun hat. Ich kann mir eine mitnehmen, aber... Ja, wir könnten Campfire dort halt hinstellen. Du wirst nicht dazu kommen. Du wirst auf dem sitzen und laufen. Ja, ich, aber ihr ja nicht. Ja, ich habe ja nicht das Problem. Ich kann ja auch einfach rausgehen dazwischen. Hälfte habe ich wieder. Nimm doch einfach gegrilltes Fleisch mit und setz dich drauf, dann ziehe ich dich mit. Oder? Ja, wir haben kein gegrilltes Fleisch mehr, das ist das Problem. Doch klar, du musst einfach nur ziehen. Hä? Zieh's. Irgendwo liegt bestimmt. Mit dem Ziehtool. Aber in den ganzen Feuern ist rotes Fleisch, also wir haben einfach... Holla, zieh mit dem Ziehtool. I drücken, oben, die Cloud, die Wolke, links oben. Ach so. Dann gehst du auf Cooked Meat und dann ziehst du dir das, was du brauchst. Ach, da ist überall schon Dings drin. Wie war das denn nochmal? Wenn ich auf Pull drücke, passiert nichts. Du musst das anklicken. Und dann musst du auch auswählen, woher du es ziehst. Ja, und dann sage ich Quantity 20. Und dann Pull. Mhm. Echt, das funktioniert. Weird. Ja, Fleisch. Oh, es hat die ganze Zeit funktioniert. Ich bin nur dumm. Ist okay. Es ist on in meine Bar gegangen und jetzt habe ich es erst im Inventar gesehen, weil es... Naja, jetzt erst im Inventar war. Ah. Holla und Ark. Ja, ich bin da so ein bisschen los. Das ist okay. Nochmal reinkommen und so, ne? Ja, ja. Es liegt bestimmt daran. Mhm.
Hey, am Ende zu Arc 1.0 war ich Profi, also. Profi. Profi. Wo bist du denn, Niki? Irgendwo im Eisgebiet. Achso. Okay. So. Dann schauen wir mal, welcher von denen das war. Das sind 3 mittlerweile. Ja, ich weiß, da ist ein 95er. Ich ziehe den anderen gleich weg. Ich sehe nur leider den 135er gerade nicht. Siehst du den, Holla? Ich sehe gar keinen. Sehr gut. Da vorne ist noch einer. Wir haben jetzt einen 145er. Wo? Hier unter mir. Ja, perfekt. Dann folge ihm. Und da ist auch ein 135er daneben. Aber wenn du da mit C durchgehst, sollte das gar kein Problem sein. Also der da am Stein ist. Nee, der am Stein ist. Da sind 2 nebeneinander. Da sind echt viele. Kriegen wir die anderen weggezogen? Ja, sobald Holle auf dem einen drauf sitzt, können wir Akku ziehen und die anderen wegziehen. So, welcher von den beiden? Der hier. Der im Eis noch mehr ist, ja. Der zum Wasser. Naja, das andere ist ein 15er. Ich sehe es nicht von hier aus, ist das Ding. Es ist direkt vor dir. Yeah, das Ding ist, ich komme hier nicht runter. Ja, du musst halt seitlich. Ja, aber da ist ja der... Oder so. Ich bin wieder auf dem Felsen drauf. Wie bist du jetzt so zurückgebackt? Das ist ein Rubberbanding halt, ne? Oh, das war vielleicht ein bisschen hoch. Ja, ist okay. So, der hier am Wasser, ne? Ja. Schleich mich da jetzt an? Ja. Ich zieh den anderen weg. Und jetzt ungefähr wirst du den Dekoniker? Hab geworfen und jetzt dran. Warte, okay. Bis er frisst. Rechts. Links. Links. Rechts. 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 Ich kann das. Ich mach das. Links, rechts. Rechts. Wann muss ich runter? Wenn die, bevor die Rage Dings auf 100 ist. Genau, da geht so eine Anzeige, wird rot voll. Okay, da ist, die ist fast ganz außen. Mhm, und dann gehst du kurz vorher runter. Drück ich E oder was? Ja. Ja. Okay, hab E gedrückt, ich renn weg. Jetzt rennst du, genau. Ja, muss gar nicht so weit weg, einfach wieder C drücken. Genau, der hat nicht schon eine krasse Algorithmus, sobald du C drückst. Warte, du hast deinen Crew dann. Ein kleiner Scheiß. Ja, ich bin dabei. Hab ich ihn? Nein, ich hab ihn nicht. Jetzt hab ich ihn. Nice. Hast du noch Honig? Ein, ja. Jawohl. Hast du gleich ausgenockt? Kannst du gleich weitermachen. Der Trudon dich vergiftet? Bin ein bisschen betäubt. Ich hab Sterne-Dingsies. Aber kippst du um? Nö. Dann kannst du weitermachen. Wir haben keine Grafikmods drauf für die Optik. Links, links, links. Wir spielen auf. Das war falsch. Wir spielen was auf. Eigentlich, wenn ich es falsch mache? Wie schlimm ist das? Geht die ist Anzeige, nicht so schlimm. Die Rage-Anzeige schneller hoch. Soll ich mich um den Alpharex da mal kümmern? Map heißt Fjordor. Den wegziehen, meinst du? Mhm. Ja. Ich bin mit Honig in der Nähe, also. Mir verdippt der nur langsam. Mir ist der Honig verdorben. Ich hole neuen Honig. Wir haben zu lange gebraucht. Ja, ich habe übersehen, wie lange wir drüben gewartet haben, dass Holla ihr Fleisch zieht. Der macht ja hier alles an Steigen kaputt. Ja. Oh, er hat mich runtergeschmissen. Ja, dann einfach ein bisschen weggehen und dort in der Nähe bleiben.
Und... Ich werde angeknabbert. Ich bin tot. Okay. Bist du da? Respawn. Ja, ich respawn. Hast du Honig mit, Niki? Nein. Wundervoll. Holla, ich brauch dich. Ja. Wir müssen da schnell wieder zurück. Ich trag dich rüber. Jo. Na? Am besten einfach stehen bleiben. Kannst du aus meinem Vogel rausziehen, Niki, mit dem Tool? Ja. Perfekt. Ich kann auch rausziehen. Ja, nee, es geht darum, dich müssen wir jetzt erstmal wieder anziehen. Du erfrierst sonst. Das heißt, ich hätte jetzt vorgeschlagen, Niki. Gerade geht. Du ziehst. Ja, wir gehen ja aber jetzt ins Schneegebiet. Niki, zieh mal das ein Honigding bei mir raus, wenn du in der Nähe bist. Und kümmere dich, dass wir da weitermachen, dass der Tame-Zustand nicht zurückgeht. Und wir übernehmen deinen Vogel. Bleib mal hier. Ja, und ich suchen. Hollers Zeug eben. Ah, du hast es schon. Ja, dann können wir Holler direkt weitermachen lassen. Geil. Ich hab gedacht, wir müssen das erst suchen gehen. Bist du drin? Nice. Ja. Alter, du hast so einen großen Vorbau. Das ist geil, oder? ready. Ich zieh mir Honig. Zieh dir Honig? Nein. Du kannst auch einfach ins Tier reingreifen, wenn du direkt daneben stehst. Das ist richtig. Wäre vielleicht smarter. Ich hab ein Hornis und wo ist er? Bleib stehen. Okay, bring mich hin. Du bist wie so eine kleine Flummi. So, Niki, hast du noch einen Blick, wo das Viech ist? Mhm. Wo muss ich hin? Eis, siehst du mich? Irgendwo ja. Rumfliegen? Ist das der? Der jetzt aus den Bäumen da rausläuft. Neben dem Kackeschmeißer. Bitte sehr. Wo? Ich hab schlecht gesehen von da oben. I drücken und dann oben auf die Liste der zu zähmenden Tiere und dann kannst du den anklicken und dir markieren lassen. Ja. Dann verlierst du ihn nicht so schnell aus dem Blick. Ich vergesse das auch immer. Ja, der Honig wird in dem Spiel schlecht, weil über diese Schlechtwertanzeige auch ein bisschen der Wert von Dingen quasi geregelt wird. Und Honig ist recht wertvoll, deswegen spoilt er. Auch wenn er im echten Leben nicht spoilen würde. Ist das eine Mod, die das markiert? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das haben sie eingefügt mit Genesis 1. Bin wieder drauf? Nee, doch nicht. Jetzt. Nice. Dann nehme ich mal den mit. Er bewegt sich nicht. Ich hätte gerne eine Ovis-Zucht. Aber Ovisse fressen Kuchen, oder? Ja. Ovisse kann man nur mit Kuchen tamen, aber danach fressen sie, glaube ich, keine Kuchen. Aber wir haben auch genug. Also wir haben ja auch genug. Oh mein Gott! Muss runter? Nein. Ja, ja. Das ist nicht das Problem. Der hat halt gar keinen Bock auf mich. Oh, Holla, du musst runter, glaube ich. Boah. Ich bin schon runter. Okay. Hast du noch Honig bei dir? Ich habe nur eins gezogen. Warte mal, ich guck mal, ob ich von hier aus ziehen kann. Ich glaube, er hat sich verbuggt. Ich glaube, er kommt da nicht mehr hoch. Komm nicht ran an den Honig. Ja, ich werf dir gleich einen hin. Ich habe nur gerade ein anderes Bauchschmerzens. Ja, ich sehe den. Bauchschmerzensituation. Jetzt müsstest du ziehen können, oder? Sonst lande ich neben dir. Kannst du es dir auch einfach rausnehmen. Okay. Wir können auch direkt zwei ziehen. Ja, ja, mach gerne, wenn du kannst. Wir beschäftigen uns mit dem großen Baby. Jo. Ich meine, er wird mich nicht one-shotten, oder? Das habe ich mir auch gedacht. Ich bin mir nicht sicher.
Ich habe halt leider keine. Kann man kann ich Scheiße auch werfen oder kann das nur der Kackapult? Oh, das kann nur der Kackewerfer. Aber solange hier so im Eis chillt. Oder wir ziehen ihn noch mehr ins Wasser rein, ne? Es ist immer die Richtung, in der er läuft. Ja, ja. Er bewegt sich nicht mehr. Wahrscheinlich, weil er wo festpackt. Ja, er ist im Wasser. Ja, wir haben ihn. Na komm, na komm. Na komm, lass uns ein bisschen Gassi gehen. Na komm. Ich hab dich angekackt. Los. Nein! Ich muss runter, der backt hier fest. Dich. Na komm, na komm. Der hat so gar keinen Bock auf uns. Der taucht. Wo ist er hin? Jetzt ist er weg. Nee, er ist unter Wasser. Er taucht. Ach. Hä? Meiner Meinung nach sind Rexe immer noch die besten Unterwasser-Dinos. Nein, Mann, die können nicht schwimmen. Ja, aber sie können einfach auf dem Boden laufen. Der Andrew hat es jetzt gemütlich gemacht. Im Cold Tub. Hast du noch Honig? Ja, kriege ich den damit raus, weil der ist halt hier jetzt im Wasser. Ja, wirf den Honig mal einfach so in Richtung Strand ein bisschen. Sollte das eigentlich passen? Er läuft dann. Hallo, so die, na, was geht? Na komm, Okay. Okay, er greift mich an und er isst den Honig nicht. Ja, das ist wahrscheinlich, weil er Aggro gezogen hat, bevor er den Honig gesehen hat. Das passiert. Aber er ist jetzt zum Honig gelaufen. Ja, das passiert trotzdem. Hast du Honig hier, Niki? Weil dann würde ich Holler holen gehen und du kannst weitermachen. Nö, ich habe keinen Honig mehr. Dann habe ich hier einmal... Ich hab geholt. Hast du gepult? Ja. Geil, wo ist denn... Da ist die Box. Sag, wenn du auf dem drauf bist. Ja, der hat noch Aggro, glaube ich. Oder? Nee, hat er nicht mehr. Okay. Ist hier nicht irgendwo das Pack... Ich bin genau drauf gelandet. Aggro auf mir. Lol. Doch noch Aggro, oder? Ja, hat er. Sad. Kriegst du deinen Pterathon allein abgestellt, oder soll ja, ich... Ja, ich habe einen Cryopod dabei. Jawohl. Dann nehme ich den nicht mit zurück. Ich komme, Holla. Juhu. Stehe schon vor der Base. Dankeschön, Waschtag für die zwei Brüder. Hat ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen Dank. Zieh gern nochmal so 4 Honig aus dem Kühlschrank. Okay. Jetzt will ich gleich mitnehmen. Ich habe deine Sachen schon. Andrew verfolgt mich immer noch. Ist jetzt aufgehört? Haben wir jetzt erst ein Beehive? Nee, ne? Noch nicht. Okay. Warte, ich tue die Honig direkt rein. Deine Sachen sind auch drin. Der war mein, ich habe den Honig gegessen. Toll, nochmal 2. Wie viel Honig hast du denn gegessen? 2. Ich möchte bitte ein Veto einstellen, dass Holla nicht mit meinen Rock-Drake-Eiern hantiert. Man wird inzwischen vorher gefragt, ob man das Ei wirklich essen möchte. Okay, kann losgehen. Immerhin. Warum verlierst du keine Aggro, du Kackschwein? Gut, dass es nicht gestern war. Ich glaube, gestern wäre ich ausgerastet, wenn du den Honig gegessen hättest. Wenn ich überlege, wie dringend ich nach Honig gesucht habe und ihn einfach nicht gefunden habe. Ja, wir haben so viel Honig, da sind 2 Honig. Nein, Holla, nein, haben wir nicht. Wir haben nicht viel Honig. Nicht? Nein. Wir brauchen noch 50 für das Beehive, also. Warum verfolgt der Andrew mich immer noch? Aber ist gut, dann gehen wir aus dem Schneegebiet raus. Ich hab dir jetzt mal den Honig noch gelassen, hab noch keinen im Inventar, ne? Naja. Weil er ja eben Petri nicht so schnell verfällt. Also ich hab den jetzt hier. Übrigens nicht auf. Ach, der hat jetzt Aggro auf uns. Das ist ja super. Ja.
ich weiß nicht, der verliert irgendwie seinen Akku nicht die ganze Zeit. Ja, ich hoffe halt einfach nur, oh Gott. Wir haben Erschöpfungserscheinungen. Lebst du noch? Nein. Gut. Happens. Scheiße. Aber jetzt hat er keine Aggro mehr. Immerhin. Dann kannst du jetzt nochmal anlegen, ne? Damit wir da ein Stückchen weiterkommen. Ist schon ein bisschen weird, im Gesicht von jemandem zu spawnen. Ich tätowiere mir dein Gesicht in mein Gesicht. So viel Honig essen ist ungesund. Alter, bei meiner Ernährung macht's der Honig echt nicht mehr aus. Ich ernähre mich übelst gesund. Na, immerhin eine. Ich mach Sport, ernähre mich gesund, koche frisch. Ich spiel Ark. Das mach ich auch. Diese Work-Life-Balance, darüber reden wir jetzt nicht mehr. Aber ich meine, Ark ist eine Work-Life-Balance, also. Wie bremse ich nochmal mit X, ne? Ja. Gut, Kältetechnik geht, kriegt zwar Damage, aber nicht viel. Ich mach jetzt einfach weiter, ja? Dings ist gerade dran. Niki ist gerade dran. So, dann. Da drüben sind deine Sachen, warte mal, dass du da. Das sind noch zwei Andrews. Ja, genau, deswegen ich warte nur, ja, dass Niki drauf ist. Achso, wegen Agro ziehen. Zieh ich die anderen weg. Nice. Den einen juckt's nicht. Nee, die wollen nicht. Dann würde ich einfach dran vorbeikriechen. Wahrscheinlich kommst du eh dran vorbei. Ah, wobei, sie kommen doch. Langsamer. Oh, das war nicht so gut. Jetzt hat er Aggro. Also wir müssen wirklich probieren, dass wir quasi rechtzeitig abspringen. Ich glaube, das kostet uns übel viel Zeit, das nicht zu machen. Ich weiß, dass es leichter ist als gesagt. Ja, lieber früh abspringen als zu spät, so. Weil mit diesem... Ich bin ja rechtzeitig, also als ich die Aggro hatte, bin ich ja rechtzeitig angekommen. Das war so buggy halt. Weil der im Wasser war und den Honig dann nicht wollte. Alles gut. Ich merke nur selber, dass ich dann auch sehr ehrgeizig bin. Ja. Ich sehe dich nicht. Kann ich dich retten? Nein. Also noch nie. Holy shit. ich habe halt Angst, dass ich den verletze, wenn ich da rangehe. Nein, ich bin gegen den Stein gerannt, weil ich nach hinten geschaut habe. Holla, hier ist das Viech. Ja, yeah, ich habe auch Honig, ich bin unterwegs. Ich schleiche mich an. Gut, ich gehe Niki holen. Oh, ich bin unten gespannt, ups. Ich finde dich. Ich bin ein Taxi, aber ich bin gern ein Taxi. Wenn ich ein Taxi ohne Rubberbanding wäre, wäre ich ein glückliches Taxi. Du bist gerade über mich drüber geflogen. Ich sehe dich, kein Problem. Ich habe dich nie übersehen, wirklich nicht. Ach, da hinten. Da muss ich dich ja gar nicht holen. Du bist ja näher dran als an mir. Ja, weil du über mich drüber geflogen bist. Ich renne im Kreis. Alter. Weiß nicht, was da bin ich. Alter, dieses Rubberbanding, Diggi. Komm so mit. So, ich geh runter, bin weg und duck mich. Ich brauch 9 Honig. Wo bist du? Im Eisgebiet mit dem Andrew. Der auf mich zuläuft. Ah, da hinten. Kannst du es bei mir rausziehen? Einfach kriechen, einfach kriechen. Leg dich hin, sonst... Okay, jetzt ist es zu spät. Ich krieg dich halt nicht gezogen, so. Ohne, dass ich ihm Schaden mache. Ah, scheiße. Es ist halt, also du musst dich echt einfach mit X hinlegen, dann kriegt der keine Aggro auf dich. Einfach nur liegen bleiben, nicht bewegen, Luft anhalten. Okay. Vom Gefühl her. Liegen bleiben. Okay. Ich habe mich halt nur geduckt, zwar. Niki, machst du weiter? Auf dir? Ja, hat er noch Aggro auf dir? Ja, der hat noch Aggro auf mir. Hast du Honig? Noch magst du es bei mir? Nee, ich hab noch genug. Niki, magst du es bei mir aus dem Inventar? Oder war es eigentlich egal, du hast ja noch einen. Dann geh ich Holla holen.
Ich fliege wieder Taxi zurück. Und mit dem Diplo wärst du Busfahrerin. Der Diplo ist auch so langsam, dass ich wahrscheinlich kein Rubberbanding hätte. Es hat also nur Vorteile. True. Aber wir kriegen das gelöst. Also wir ziehen im Zweifelfall ziehen wir wirklich einfach mit dem Server woanders hin um. Aber ich bin auch, also ich hoffe einfach, dass das Switchen da vom Vectoring-Dings der Bumster, dass das reicht. Dann bin ich ja happy. So. Und sonst, worst case, ziehen wir um und dann haut das auch hin. Du musst rauskommen, wenn ich dich tragen soll. Ich war nicht raus. Ich wusste nicht, dass ich noch so halb in der Tür stehe. Hallo Mund. Alles gut. Und das ist Fjordur, Leute. Das ist so schön, ne? Ja, das ist wunderschön. Also ich würde es mehr genießen, wenn ich kein Rubberbanding... Tut mir leid. Ich glaube, wir haben übermorgen neuen Server. Ja, ich glaube, hier passiert irgendwas. Ja. Wölfe! Ja, ich höre es. Ich muss erstmal. Oh, ich bin gerade im Eisgebiet. Holla, wo ist denn dein Ding? Rechts von uns. Ich bin gestorben. Noch ein Stück. Also mein Gepäck ist ganz rechts von dem See hier. Oh Gott, also ich bin abgedingst. Anderen Buchseite. Schaffst du das alleine? Müsste. In unserer Basis sterben gerade Dinge, deswegen. Ja, der Dodo, ich hab's gesehen. Ja, da kämpfen Wölfe mit einem Bronto direkt vor unserer Base. Bisschen suboptimal. Ich verstehe nicht, wie meine ganzen Dodos sterben konnten. Weil Bronto-Sweep durch Strukturen durchgeht. Super. Das ist großartig, also Weltklasse. Schaffe ich es noch 130 Sekunden vor dem Vieh wegzurennen, weil ich wieder womöglich vergessen habe abzumounten? Oh, auch weil jemand... Ach so, nee, die Tür... Jemand hat die Tür offen gelassen. Was? Wer hat... Tür von den Dodos oder was? Ja. Ich war da nie dran. Ich war da auch nie dran. Das ist gut. Steht die auf manuell? Nein, die steht absichtlich nicht auf manuell, aber die Tür steht halt sperrangelweit offen und die Dodos sind alle tot und teilweise rausgetreten worden einfach. Mein Chat sagt, ich war da selber. Ich habe die Tür nicht offen gelassen. Ich habe die safe zugemacht. Als ob. Ich möchte auf jemanden anderen wütend sein gerade. Ich will nicht auf mich selber wütend sein. Ich weiß nicht, von uns hat halt nie irgendjemand was mit Dodos zu tun gehabt. Wir haben uns da alle schön von fern gehalten. Wo ist mein Tyrannodon hin? Ey, wie geht's jetzt weiter? Weil, also ich habe keinen Honig und du rennst weg, ne? Logbuch. Wenn ich dich irgendwo hinbringen soll, Schlüssel sagt Bescheid, ne? Also auch in die Höhe oder so. Aber Pteranodon ist keiner gestorben. Mein Chat gibt jetzt Kalle Honig, die Schuld, oder? Das finde ich gut. Ich hol Honig, ja. Achso, okay, du holst auch nicht. Aber der Andrew, der ist jetzt hier, der chillt hier. Ist Niki noch bei dir? Wieder, ja. Ja. Ich hab noch einmal Honig. Du hast noch einmal Honig? Ja, ah, weil ich nicht ran... Dankeschön für die... Ja, ich bin dumm. Hallo, ich bin da. Ja, Niki kann jetzt gerade erstmal. Und dann kannst du mir jetzt Honig geben. Und dann kann ich als nächstes... Wenn und Niki denkt dran, runterzugehen rechtzeitig. Mhm. Hola, wo zur Hölle bist unter du? Unter dir. Ich werfe ab. Nice. Dann folge ich mal dem Andrew. Ich hab übrigens barfuß jetzt, bin ich im Rumlaufen, im Schnee. Wer das braucht mein Andrew hat 10 Zehen? Man kann auch einfach nur 2 Zehen haben. Beides Range? Jetzt voll. Nice. Okay, dann kannst du mich absetzen, dann guck ich ha! Mal. Alles gut, war. Ich bin einfach in der Luft wieder hochgeschaut, draufgesprungen. Dankeschön, Sunwolf. Vielen lieben Dank für die 13 Monate und ganz viel Spaß hier weiter. Dankeschön. Ich möchte eine große, fette Metallbase mit einem großen, fetten Zaun drumherum haben, bevor ich anfange, irgendwas ernsthaft zu breeden. Wenn ich mir das Dodo-Massaker gerade anschaue. Also der Metallfans ist ja so zu einem Drittel fertig.
Ich weiß, dass 10 beim Halten der Balance helfen. Deswegen habe ich gesagt, man braucht nur 2. Also pro Fuß. Der große Zehen ist unfassbar wichtig, soweit ich das richtig verstanden habe. Und dann kriegst du halt noch so einen zweiten für die zweite Balance. Bin runter. Ich komme. Wenn wir Glück haben noch einmal, wenn wir Pech haben noch zweimal. Kommst du wieder Honig runter? Ja. Nice. Krieche zu dem Honig. Naja, da kommst du auf jeden Fall ran, ohne dass das merkt. Noch ein Andrew. Noch ein Andrew. Noch ein Andrew, Drew. Was ist eigentlich mit dem Eiferex passiert? Sehe ich nicht mehr. Ich habe den ins Wasser gezogen und wahrscheinlich taucht der dort. Hast du deinen Pteranodon wieder gefunden, Schlüsse? Gut, Chucky. Yes! Yes! Mit Andrew! Alter, es ist so hell hier, ich sehe gar nichts. Ich fahre mal nach Hause. Warte mal. Optionen, die exportieren. Yes, jetzt darfst du. Jetzt darf ich. Nice. Ich habe mir den exportiert. Wir haben einen guten Ausdauerwert, einen 39er Ausdauerwert, das ist gar nicht so schlecht. Nice. Sonst ist der recht crap, aber der 39er Ausdauerwert ist ganz gut. Wenn wir das Weibchen und das Männchen kreuzen und wir den HP und den Ausdauerwert von beiden kriegen sollten, hätten wir zumindest auf einem Viech 2 Werte, die okayisch sind. Nicht jetzt ausgesprochen krass, aber nice. Gut. Also 38 und 39 ist okay. Geil. Also selbst auf dem Andrew hast du ja ein Rubberbanding. Mhm. Das ist ja insane. Da ist es mir aufgefallen auch. Das ist richtig schlimm. Aber wir kümmern uns drum. Also, ich versuche mich auch nicht zu ärgern gerade. Ist schwierig, ne? Ach, ich habe Schlusses Pteranodon gefunden. Oh, mal neue Schuhe. Ich habe das mal mit runtergebracht wieder. Und da haben wir noch Pelzschuhe. Rubberbanding bedeutet, dass die Kommunikation zwischen Server und Spiel nicht der Shit ist. Und deswegen haben wir, wenn wir so schnelles Tempo haben, springt der Server so nach vorne, nach hinten und hat so Mikrolags. Ach, unser Futtertrog ist auch am Arsch. Oh, das ist fies. Und wir haben nicht genug Holz, um neu zu bauen. Moment, das mache ich mal eben, bevor die uns verhungern. Also du könntest jetzt planen, um herauszufinden, wann die Schwangerschaft vorbei ist. Ja. Ja. Du kannst es aber auch machen. Also ich muss das nicht zwangsweise machen. Du kannst die 8 zusammenstellen und Babys machen. Wo sind jetzt meine Schuhe hin? Dating. Naja, es passiert ja eh noch nichts für. Ich tippe 14 Stunden. Glaubst du echt so lang? Ja. So. Wieso sind meine Haare eigentlich noch so kurz? Habt ihr mir heimlich die Haare geschnitten? Als ich geschlafen hab? Los, gibt's. Ich weiß es gar nicht mehr. Hatten wir nicht. Immer noch,
Ich habe kürzere Haare als gestern, als ich ausgelockt bin, also... Also ich war es nicht. Frisch. Einfach meine Frisur zerstört. Ich war es wirklich nicht. Ich sag einfach mal, es war Hans. Hat Hans nicht einen Pelzding gesucht oder so? Ja, genau. Ah. Das war Hans. Ich komm. Ah, jetzt. Mal einen neuen Feeding Drop. Hans sagt, er war es nicht. das ist Alk Smart Breeder, was ich nutze. Warum spielt ihr ohne Stack Mod? Weil ich will. Oh, nur 2,5 Stunden. Hey, ist ja entspannt. Ich hab ja gesagt, ich habe Schwangerschaften habe ich tatsächlich ein bisschen runtergestellt von der Länge, weil das halt so super schwer zum Planen ist. Weil also Eier ist ja immer so, okay, du legst es hin und dann packst du es wieder in den Gefrierschrank und packst es aus, wenn du Zeit hast so. Aber bei den Schwangerschaften ist halt übel Pain. So. Deswegen habe ich das ein bisschen entspannter gemacht. Und 2,5 Stunden ist echt fein. Also wer stellt sich den Timer? Ich würde gerne Otter holen, wenn nichts anderes geplant ist. Oder ich würde erstmal Holz sammeln, glaube ich. Oder ein Biber. Na, ich wenn meine man Aventar ist, wir könnten einen Biber entführen. Ich weiß nicht, bei 95% meiner Schwangerschaften passiert das. Der Dino ist schwanger. Ich denke mir, okay, ich zock ja, also ich werde das schon nicht verpassen. Und irgendwann denke ich, ja, war da nicht doch was? Oh, er ist nicht mehr schwanger. Schade. Also Nitrado hat sich gemeldet und hat gesagt, sie müssen den Server stoppen, um Leistung anzupassen. Dann wäre der aber 20 bis 30 Minuten off und wir haben jetzt die Wahl, ob wir bis nach dem Stream warten oder ob wir das jetzt dazwischen machen wollen. Egal. Mir auch. Dann hätte ich einfach jetzt gesagt, dann gerne direkt. Weil dann sehen wir direkt den Unterschied und wissen halt am Abend schon mal, ob es gereicht hat und ob das gepasst hat oder ob halt nicht. Ja, wir können ja einfach quatschen so. Eine halbe Stunde ist ja easy. Bin wieder da. Hallo. Ich habe deinen Pteranodon gefunden, Schlüsse. Ja, es steht auf dem Dach. Ich habe ihn da hingesetzt. Ja, ja, ich habe ihn dir auf die Base gestellt. Also, ja, danke. Der war in der Luft so auf 150 Meter Höhe und war so, hi, ich chill hier. Okay. Was hat er dort getan? Wahrscheinlich wegen dem Angriff. War der passiv vielleicht oder so? War der gut möglich, war da gerade, wurden wir wieder angegriffen? Nee. Oder wenn er auf neutral gestellt war, hat er sich vielleicht mit so einem Vogelvieh gefetzt und dann steigen die ja immer weiter hoch im Kreis. Alter. Wir haben schon wieder einen fucking Dilophosaurus in der Base. So, Holla möchte Otter machen, hast du gesagt, ne? Yes, Otter! Also wollen, ich weiß nicht. Also die Biester sind unglaublich süß, so das macht's wieder wett, aber also das ist so pain. Also ich wette rumheulen. Ich sag's wie es ist. Das kennen wir ja gar nicht anders von Janak. Gut. Warum haben wir eigentlich so ein weiß ich nicht was? Okay. Ich möchte jetzt umziehen.
Ich bin fertig mit der Welt. Dieser Scheiß, also erstens werden gerade unsere ganzen Viecher gemobbt und ich sterbe gleich wieder, weil ich in eine Schlucht runterfalle. Und zweitens hat dieser Scheiß Bronto vorhin einfach auf der Decke die ganzen fucking Wasserleitungen abgerissen, die ich gebaut habe. Das heißt, meine Nekoberries und alles sind nicht mehr mit dem Wasser verbunden. Ich muss die ganzen Wasserleitungen neu ziehen. Die Todesbeeren. Nekoberries. Nekoberries. I don't care. I can't. Die Nekroseberries. Das ist halt übel Pain. Na. Ist jetzt wirklich alles wieder wegrasiert, oder was? Naja, den ganzen unteren Teil. Oben sind sie quasi noch. Aber ab hier ist quasi abgerissen. Hier fehlt einer. Hier unten fehlen sie komplett. Die ganzen Leitungen, die da runtergelegt sind, sind weg. Scheiße. Es ist jetzt nicht so, als wäre das Pipeline-Tool etwas, was Spaß machen würde. Um es gelinde gesagt zu formulieren. Also Pier, wir können auch Metallpipelines jetzt. Ja, aber die baue ich doch nicht hierher. Wenn wir nicht hier bleiben wollen. Ja, aber wir müssen das alles wieder transportieren. Guck mal außerdem, bitte in einem der... Warte, ne, Moment. Ich schaue erst nach, bevor ich darüber weiterrede. Aber es gibt halt tatsächlich irgendwo so ein Tischchen. Da brauchst du, glaube ich, keine Wasserleitung. Bei einem der Echo-Mods. Oh mein Gott. Es ist auch einfach die gesamte irgendwo auf der Strecke von unserer Leitung zum Wasser ist eines der Dinge abgerissen worden beim Fight. Und deswegen sind die restlichen Leitungen jetzt auch alle unsichtbar und es ist nichts mehr mit dem Wasser verbunden. Also wir haben literally nichts mehr, was mit dem Wasser verbunden ist. Okay. Ja, das Problem ist halt, also um die Performance vom Server zu schützen, wenn eine Leitung nicht mit einem Gebäude verbunden ist, dann despawnt die schneller als das Gebäude. Das bedeutet aber auch, wenn deine Leitung irgendwo dazwischen ein Loch hat, dann despawnt der Teil, der nicht an der Base steckt, halt nach schnellerer Zeit, damit nicht überall unsichtbare Leitungen in der Gegend rumstehen. Und wir hatten ein Loch wegen dem Fight. Und jetzt ist unsere ganze Wasserleitung weg, die ich gestern bis zum Fluss verlegt habe. Wir haben jetzt leider keine Felder mehr. Ich würde mich auch einfach weigern, die neu zu bauen. Ja, theoretisch, also das Beehive bewässert auch Felder. Ja. Richtig. Das heißt... Wir können aber das Beehive daneben stellen. Wollen wir umziehen? Können wir auch machen. Wohin? Also ich bin am Redwood hauptsächlich beschäftigt. Ich wollte gerade sagen, hat Schluse nicht gesagt, sie hat was? Wollten wir nicht Klassenfahrt machen? Nee, haben sie nicht. Eigentlich ja, wenn alle da sind. Also ich kann euch das schon mal zeigen, weil ich bin nachher mal 2 Stündchen weg. Wann sind denn muss alle meine da? Autos ummelden und dann könnt ihr einfach schon umziehen, falls der Rest dann da ist. Aber ich könnte euch das schon mal zeigen. Ja, super gerne. Also ich warte mit dem Umzug nicht, bis der Rest da ist, weil der Rest ist sehr viele Leute und ich habe keine Ahnung, wann, wie, wo ja, die kommen oder nicht. Ja. Also wir haben jetzt noch genau 50 Honig. Ist jetzt halt die Frage wegen dem Ausschalten vom Server. Jetzt Klassenfahrt, jetzt Server, jetzt was jetzt? Ja, ich warte auf eine Rückmeldung, die sind nicht so schnell im Antworten. Ich brauch... Wir haben jetzt theoretisch alles für das Beehive, es fehlt tatsächlich nur noch mein Level. Beziehungsweise irgendjemand, der Level 73 ist. Du bist, glaube ich, das höchste Level von uns gerade. Glaube ich auch. Na, wenn ich gucke. 61 habe ich jetzt. Ach, man kann jetzt Gruppen machen. Was meinst du mit Gruppen? Das ist ja krass. Man kann jetzt im Stamm so Untergruppen mit Unterrechten machen, die man benennen kann. Ach so, nee, das sind Befehlsgruppen.
Oder? Das sind die Themengruppen. Sind das nur Themengruppen? Okay. Ich dachte, das wären, weil das quasi in der Stammesverwaltung drinnen ist, aber das ist nicht in der Stammesverwaltung. Wieso haben wir eigentlich nur Doch, es gibt Stammesgruppen. Es gibt eigentlich nur Metalläxte. Keine Pickaxe. Auch welche, wir haben genug Metall da. Okay. Muss ich erst lernen. Doch, es gibt richtige Stammesgruppen jetzt. Wie heißt denn das auf Deutsch? Und wir sind jetzt alle Team Frau Otter. Nice! War mal, das muss anders, da muss noch mehr gehen. Nee, wir sind Team Frau Otter, das ist schon richtig so. Ach da, Tribe Groups, lol. Ja, interesting. Managed Tribe Groups. Das ist neu. Ja, und jetzt kannst du den Leuten so anderen, die haben dann unterschiedliche Rechte. Und du kannst wirklich in die Gruppe mit reinschreiben, auch was die dann so machen und so weiter. Das ist mega, mega cool. Dankeschön, Just Flaps, für den Raid. Das ist sehr lieb. Hallöchen an alle. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream. Willkommen bei uns im Stream. Wir spielen ARK seit gestern wieder auf einem ganz frischen Server und haben sehr, sehr viel Spaß. Das ist das, was heute abgeht. Was habt ihr gemacht? Hallöchen. Nioli, kann ich mir eine Gruppe geben? S-Plus hat... Team Frau Otter, ihr seid... Du kannst dir, glaube ich, keine... Doch, du bist Admin, du kannst dir selber eine geben. Also ich konnte die Gruppe erstellen, aber ich kann sie mir nicht geben. Wow, ich gebe sie dir, das passt schon. und was macht unser Agentabis? Wieso macht unser Agentabis? Ich glaube, Schluse ist auf unserem Agentur. Ah, World of Warships. Oh, ich liebe World of Warships. Wir machen eine Klassenfahrt. Das ist übel geil. Und dann würde ich direkt den Taming Cage damit hinnehmen und schon mal ein bisschen Strukturen placen. Was ist mit World of Warships? Ich habe einen Raid bekommen von Just. Nicht falsch, dass ich es nicht falsch vorlese. Mit dem Namen. Oh Gott, meine Dings da Bums da. Leck des Todes, meine Anzeige. Ich habe einen Fraps Raid, habe ich richtig vorgelesen. Jawohl, von Just Fraps bekommen und die haben World of Warships gespielt vorhin. Fraps, nee, habe ich richtig gelesen. Fraps, von Just Fraps. Fraps, es klingt wie ein Schimpfwort. Fraps. Und da wurde World of Warships gespielt. Nice. Ich habe eine ganz blöde Frage. Wo ist mein Otter? Auf deinem Hals? Nee. Doch. Okay. Maybe? Also, was? Ich wäre bereit für Klassenfahrt. Darf ich hier einmal durch die Tür, Holla? Ja. Danke. Ich bin bereit für Klassenfahrt. Wie wahrscheinlich ist Sterben bei einer Klassenfahrt? Wir fliegen nur und gucken uns das an. Also ich zeige euch das einfach nur einmal. Also das kleine Problem, das ich so ein bisschen damit habe, ist, dass ich kein Flugvieh habe. Haben wir nicht genug? Hey, wir haben doch mit dem Aventavis genug. Wir haben 1, 2, 3, 4. Wir sind zu viert. Passt doch. Ihr meint sonst. Also der hält auch aus, bis wir Petra, Aerodactyl, Pitz und Agatha. Und doch Schlusskrone. Also wir haben noch von Flugviecher. Ja, nimm Schlusikrun, die hat auch ordentlich Ausdauer und Gewicht noch nicht so viel. Wenn sie noch Punkte kriegt unterwegs, darf sie gerne Gewicht stehen. Dann gucke ich gleich. Sitzt auf dem Dach. So. Schlusikrun, Hallo Hans. Hallo Hans. Dann haben wir jetzt aber nicht mehr genügend. Ja, doch, mit Agatha haben wir ja 5. Immer 5 Flugviecher. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ich bin da, ich bin bereit. Sekunde, irgendwas wollte ich noch. Achso, hier so ein Schrank fand ich gut. Und ich glaube, Hans braucht eh erst 10 Minuten, bis er im Game ist. Ja. Hans kennt die Map bestimmt auch schon, oder? Nee. Nein? Nein. Alles, was ich kenne, ist von gestern. Sagen wir es mal so. Okay. Also ich kenne schon, glaube ich, mehr Map als die meisten, die noch nicht gespielt haben. Dadurch, dass ich gestern so lange auf der Suche war. Also in 10 Minuten sind wir auch zurück. Seid ihr ready? Ja. Ja. Alle da?
Es tut mir leid, dass der Agent so langsam ist im Vergleich zu euren Vögeln. Das ist okay. Wir haben Rubberbanding, wir können eh nicht schnell fliegen. Achso. Stimmt, Mio. Da war was. Wir machen gleich am Eis, zapfen da vorne einmal Pause, damit alle einmal Ausdauer regenerieren können. Ich bin als Erste dort. Ich glaube, es gibt ein, zwei Vögel, die werden es nicht, also die werden es rüber schaffen, aber dann nicht bis dahin, wo ich will, glaube ich. Ich bin als Erste dort. Bist du dir sicher, Pia? Ja. Ich hab mich, ich bin nicht schnell gegangen. Ja. Ja. Da ist der T-Rex übrigens auch. Ich brauche noch ein bisschen, bis ich da bin. Ich habe mich einmal zu euch umgeguckt. Da wart ihr vor mir, 27.000 Meter. Ganz viel Spaß auf jeden Fall und danke für den Raid, Fraps. Und viel Spaß mit der Serie, die macht übel Bock. Aber da hinten, wo ich hin will, sind auch gar nicht so wenig Agentavisse, deswegen stelle ich da einfach direkt schon mal hoch. Auf die Mauern. Ding. Setz dich hin. Ja, nein. Setz dich hin. Nice. Wenn ich ein Velo hätte, hätte ich den Alpha Rex halt schon weggemacht. Mit was? Wenn du einen Desmodus hast, geht das auch sehr gut. Zu zweit vor allem. Nachts vor allem. Zu zweit mit Mating Boost kriegst du mit denen alles platt. Ich kenne Desmoduse gar nicht. Das sind Fledermäuse, die sind das. Ah. Ja, weil die wollten wir ja eh holen. Ja. Ja, wir brauchen dafür am besten Moschopse. Und einen riesigen Vorrat an Bluttransfusionen. Also wir könnten alle schon mal anfangen, uns Blut abzuzapfen, das in den Kühlschrank zu schmeißen. Hm. Ach, na dann. Das okay. Klingt wieder nach so einem guten Breeding-Projekt wie mit den fucking, wie heißen Flieg sie? Flieg mal auf den goldenen, King also auf Reaper King. Den ja, goldenen Berg zu. Ja, ich warte unten bei dem Stand. Da hole ich euch wieder ab. Nee, Mating Boost ist nicht der Viagra-Nachfolger. Mating Boost bedeutet, wenn du ein Männchen und ein Weibchen hast, die sehr nah und zusammen quasi dann fighten, dann haben die so ein Herzchen Viagra drüber und lieben sich und kämpfen besser, weil sie sich lieben. Weil aus Liebe wird ganz schnell effizienter Hass. Ja. Zum Schutz der Familie und so. Nee. Soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht. Aber ja, zum Schutze der Familie und so. Oh, Medaldo ist schon da. Aber bis er das auch merkt, könnte wahrscheinlich noch dauern, ne? Also Holla, ich muss sagen, deiner sieht nicht so sehr nach einem Aerodactyl aus. Ich finde, meiner sieht schon eher nach einem Aerodactyl aus. Und weiter geht's. Wenn er grau ist oder was? Und ein lila Kampfhorn hat. Kein Ding dafür, dass es Biestrot ist. Ich hab Kann man das Gold hier abbauen? Nee. Ich glaube, hier drunter ist die Teleportationshöhle. Also es gibt nochmal so Portale quasi, mit denen man auch also wegteleportieren kann. Da drüben ist Schluse. Noch alle da? Ja, Mama. Nee, Frau Lehrerin heißt das. Klassenfahrt. Ja, alle hintereinander, schön Gänse-Styles. Gänse-Styles. Hier sehen Sie einen Berg mit Obsidian und Kristall. Wir sind gleich da. Oh. Sehen Sie die Strukturen in meine Richtung? Da, wo so rote Fähnchen dranhängen. Da möchte ich hin. Für den Fall, dass irgendjemand seine Ausdauer neben dem Alpha-Raptor verlieren möchte, wir treffen uns da vorne an der Burg. Ich hab da reinfliegen, ohne von irgendwas umgeklatscht zu werden? Ich probier's. Setzt euch oben auf die Mauern, da werdet ihr von nichts umgeklatscht. Da ist eine Burg. Da ist eine Burg. Da ist eine Burg. Die Burg ist aber nicht mal die coolste, finde ich. Aber sie ist relativ zentral hier auf der Map. Das ist eigentlich ganz nice. Das ist richtig. Und auch relativ nah an dem Biberteich und so. Mhm. Also man kann halt überlegen, wie viel Häuschen man hier reinbaut, damit man auch mal nicht erfriert. Ja, aber das wollte ich euch zeigen.
Es gibt auch da so ein Wasserloch, glaube ich, von dem aus man was bauen kann. Man muss jetzt nicht unten vom Strand hoch verlegen oder hinten aus dem Teich. Ja, hier ist das Wasserloch. Da kann man eine Wasserpumpe, so einen Wasserbrunnen draufstellen. Von Scratch Dive, die Dinger. Ja, und wenn man Bosse macht und so, kann man seine ganzen Trophäen hier oben draufstellen und so. Aber das ist actually ein nicer Spot, um so eine kleine Stadt zu bauen. Aber ich weiß nicht, ob das Hauptbase-Buff ist, wenn jeder breeden will und so. Hier ist schon ordentlich Platz drin. Also wir haben hier Gigas gebreedet und Rexe und eigentlich alles. Also man muss an der Stelle ja auch sagen, du kannst ja auch einen Außenbereich anbauen. Also es muss ja nicht alles in der Burg drin sein. Die Burg kann halt so die Basis sein. Und wenn dir wirklich, wenn du nicht genug Platz hast, dann baust du halt in eine Richtung weiter. Also. Gibt es hier so eine Klippe, wo man mit Klippen Foundations bauen kann? Du kannst an die Burgmauern selber, glaube ich, tatsächlich auch. Ey, ich bin glücklich. Ich möchte. Ich möchte hier Veto aussprechen für diese Klippenfront hier. Das ist meine Klippenfront. Ich meine, die haben wir auch geklippt. Ich will diese Klippenfront. Rock Drakes müssen auf einer Klippenfront Breeding Station gebreedet werden. Es sind Rock Drakes. Ja, Gachas und so kannst du auch viel besser. Das sind die Dini-Nester, ja. Rock Drakes und sowas kannst du auch viel besser. Ach Quatsch, Gachas. Wir sind noch in der Nähe von meinen Orten, das ist fein. Also ich krieg, by the way, die ganzen kleinen Türme, um da Velos draufzustellen. Aha. Ich brauche eine Mauer für meinen. Hast du die Dinos gerade in Agro? Nee, die sind wieder bei dir auf Agro jetzt. Warte, aber ich hole sie. Kommt mal mit. Noch mehr Klassenfahrt? Wohin? Was ist das denn? Seit wann können die das denn? Wer hat sich an mich drangehängt? Das können die schon lange. Das ist mir noch nie passiert, aber vielleicht war ich auch einfach schon nicht mehr lange mit dem Agentavis schon lange nicht mehr unterwegs. Ich habe ein Ei geklaut. Also da drüben sind auch zwei Alpha-Raptoren. Ich habe ein 25er Ei geklaut, das kann halt gar nichts. Moment, habt ihr euch gerade angelegt? Daichis. Ich habe ein Level 15er Ei. Die sind gut für, ich glaube, man kann damit türkisen Kibbel machen. Hallo Lunatic und hallo Sechserträger. Wo sind wir jetzt? Einen wunderschönen und ganz viel Spaß im Stream weiter. 44, 7 und 73. Wollen wir dann hierhin 73. umziehen? Können wir machen. Also ich wäre damit zufrieden. Ich finde das schön. Weiß nicht, wie ihr das seht. Das ist halt zentral. Also wie gesagt, es gibt schönere Bogen, aber es ist halt... Zentral. Wir können auch eine schönere Burg, also wir müssen die nicht haben, ich bin damit zufrieden. Naja, schöner heißt ja nicht besser. Also es hat, ne? Ja, es kommt, glaube ich, ein bisschen auch drauf an, was das Ziel von allen Leuten ist, so von dem, wie gebaut werden soll und wie effizient die Leute bauen wollen. Und wie viel PvP du tatsächlich zulassen möchtest auf deinem Server. PvP? Es ist ein PvP-Server. Ja, wir haben bis jetzt nur einen Tribe in dem Stil, deswegen spürt man ja, das. Ja, wenn du Madoc heute Zugang gewährst, haben wir bestimmt zwei Tribes und der hat morgen dann bestimmt auch schon Tech. Das ist immer ein bisschen hart, Trier, deswegen habe ich auch gesagt, also wenn er kommt, brauchen wir vielleicht Regeln für... PvP. Madoc. Und einfach Madoc-Regeln. Das Regelbuch des Madoc. Einfach ein eigener. Angriff von Madoc muss mindestens 2 Wochen vorher angekündigt werden. Bitte füllen Sie dieses Formular und Unterlassungsformular 72b aus, bevor Sie in den Angriff gehen. Ja, da fehlt leider ein Stempel. Ich kann den Angriff leider nicht genehmigen. Level 145, Deine Ei. Das nehmen wir mal mit. Da hinten ist Lava. Ja. Also, schön ist es auf jeden Fall. Kann mich jemand wieder nach Hause bringen? Ich weiß nicht mehr, wo wir nach Hause hin müssen. Oh, nein, fuck. Ich kann niemanden mehr nach Hause bringen. Sind die Lichter? Nicht sterben. Wo bist du?
Ich bin, schwierig zu erzählen. Ah. Ich stepp doch nicht. Ah. Es ist hier, siehst du das eigene lila Licht da hinten? Ja. Da, die Richtung ist unsere Homebase. Geil, let's go. Ich würde jetzt alles für den Umzug ready machen, anfangen. Ich würde tatsächlich erstmal weiterziehen und noch einen Otter holen, damit ich dann schon mal Eier machen kann. Okay. Aber davor brauchst du mich nicht. Nee, brauche ich nicht. Nee, also, aber ich glaube, ich würde einfach nur so Fabricator und die ganzen Workbenches quasi mitnehmen, aber das Haus an sich einfach stehen lassen, ja, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Nur die Dinos. Der Rest lässt sich da ja relativ schnell wieder zusammencraften. Ja, auf jeden Fall. Ja. Übrigens, nur eine Sache, Holla, das wäre vielleicht wichtig an der Stelle. Otter legen keine Eier. Shit, da war was, ja. Mann, ist ja gut. Dann hat keine Otter Eier. Dann hat Otter Schwangerschaften, ist mir auch egal. Hauptsache Nachwuchs. Und gesund und mit guten Stats. Die einzige Sache ist, wir müssen auf jeden Fall die... beziehungsweise den Schwangeren von den beiden Andrews stehen lassen, bis er oh mein Gott gebärt. Verliert er die Schwangerschaft im Cryopod? Ja. Ja. Hallo, ja, alles gut, ich kann ihn ja tragen. Also. Also die Sache ist, ich muss einmal kurz runter, der kann, auch ein Agi kann den nicht tragen, ne? Glaube nicht. Nein, ich glaube auch nicht. Also die Alternative wäre, oh Gott. Die Alternative wäre, also wir müssen ja eh ein bisschen noch schwerere Sachen sagen, dass ich halt mit dem drüber laufe. Wir sind über sehr viel Wasser geflogen gerade, Pia. Floß? Floß ist schwierig. Es sind sehr viele von diesen Liedsichtissen im Wasser und manche davon auch Alpha. Dankeschön, Zocki. Also auch so viel, also ist eh viel Alpha-Map, weil es gibt so Mini-Bosse, für die braucht man Dinge, die man aus Alphas bekommt. Okay, also nicht Floß. Ja, man kann es probieren, aber ich würde prophezeien, es könnte ein bisschen pain in the ass sein, das mit dem Floß zu probieren. So wie Otter-Themen? Vielleicht noch ein bisschen frustrierender, weil man ja so häufig mit seinem Loot auf dem Floß stirbt. Ich habe halt so ein bisschen Angst, dass wir dann unser Max-Level-Vieh, das wir gerade erst geholt haben, schwanger auf dem Floß verlieren. Vielleicht warten wir, bis es das Kind bekommt und packen beides in Cryopods. Ich glaube auch, das ist der bessere Weg. Das sind ja nur 2 Stunden. Ja. Ja, es gibt einen Riesenflugdino. Es gibt mehr als einen Riesenflugdino. Das dauert auch mehr als 2 Stunden. Aber ich könnte auch gleich nochmal ein paar Agentalisse zählen. Ja, das bin ich auch dabei. Und das mache ich auf unserer Burgmauer, weil das ist nicht so weit. Also es müssten gute Agentalisse irgendwo in der Umgebung zu finden sein. Ich meine, das ist nur noch genau 2 Stunden, also und das werden wir wahrscheinlich eh brauchen, um Sachen vorzubereiten und anzufarmen. Ich meine, man kann das ja auch erst nochmal stehen lassen und dann zurücklaufen und so weiter, das ist ja kein Problem. Und wir müssen es ja auch drinnen erstmal noch, dingsen, oder? Ja. Clearen. Ich bin ganz kurz auf K. Also, ich bin mir zu 99,9% sicher, dass der Agentavis das Schwein nicht tragen kann. Weil das Schwein so groß ist wie ein Sego. Falls ihr das hier mal im Vergleich haben wollt. Also, das ist nicht wie dieses kleine Wildschwein, das heilen kann. Das Ding ist riesig. Man unterschätzt das ein bisschen, aber guckt euch mal an, wie klein ich bin. Ein Agi kann das niemals tragen. Das ist viel zu groß. Aber ich gucke gern nochmal nach.
Wieso reicht das denn jetzt wieder nicht? Bin ich so schlecht im Rechnen? Kann getragen werden von Karkinos. That's it. Nicht mal ein Quetzel kriegt den hoch. Gut, aber auf dem Plattformsattel? Ja, auf dem Plattformsattel, dann schon. Aber... Die Andrews, oder was? Ja, ja. Nur ne, nicht mal eine Tuzoteutas kann den heben. Okay. Also nur eine Kakino, das ist eine Krabbe. Und dann ist halt die Frage, wer trägt die Krabbe? Warte mal, was? Wieder die da. Krabbe kann auch nicht fliegen. Das habe ich tatsächlich auch noch nie ausprobiert, ob man einen Dino, der etwas trägt, tragen kann. Doch, Weibern und Quetz können den Orla-Dododex. Ich habe das gerade offen. Das sagt bei mir nein. Oh, Blödsinn. Ich muss nach rechts scrollen. Weibern kann den, stimmt. Mein Fehler. Weibern kriegt's auch hin. True. Ja, dann lass mal eben. Dann lass mal Weibern holen. Also, Weibern holen ist nicht das Problem. Lass mal Weibern ausbrüten. Die Krabbe kann aber unter Wasser laufen. Ja, aber das Ding kann nicht unter Wasser atmen. Und es ändert immer nur nichts an den Bosstieren im Wasser. Also, nice. Ich hätte gesagt, also ich warte gerade auch auf die Rückmeldung. Also Kendrick hat quasi Nitrado nochmal geschrieben, wie das jetzt aussieht wegen Server-Switchen. Das heißt, ich würde eh jetzt erstmal noch abwarten, ob die jetzt tagsüber Zeit haben, das umzustellen. Yeah. Dann würde ich, wenn dann beim Umzug eh warten, bis das halt rum ist, so in die Richtung. Und würde einfach mal noch ein paar Sachen farmen. Vielleicht noch so ein Schwein holen. Also jetzt haben wir noch genau 50 Honig. Also ich guck mal, ob was nachgespawnt ist. Also ich hätte halt grundsätzlich eh jetzt mal vorgeschlagen, ich würde mich darum kümmern, dass wir von den Schweinen einige kriegen, weil die werden wir brauchen, wenn wir in die Höhlen wahrscheinlich reingehen wollen, oder? Für die Fledermäuse und Co. Und Blut abzapfen. Wieso muss der 130er Otter männlich sein? Ne, Fledermäuse machst du am besten tatsächlich auch irgendwie ein Agentavis oder irgendwas, was ein Muschops tragen kann und dann zu Fuß. Oh lol. Also am besten bist du gar nicht da. Doch, also du musst da sein, du musst da sein, aber am besten auch nackt viele Heiltränke haben. Also es ist schon viel Vorbereitung, muss man sagen. Was ist leichter, Rockdrakes oder Fledermäuse? Rockdrakes muss ja nur Eier klauen. Also holen wir erst die Rockdrakes. Also ich baue schon Blutinfusionsdinger. Ach so. Hier stehen standardmäßig gar keine Tore in den Torbögen. Ja, dann passen da Behemoth Gates rein. Okay. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall zwei Behemoth Gates bauen. Wäre nicht verkehrt. Auf jeden Fall. Kann ich anderen Leuten Blut klauen, die ausgelockt in unserer Base liegen? Aber ich könnte mir vorstellen, dass du dafür auch tatsächlich nur ein bisschen Stroh holen musst und Holz und Stein genug da sein könnten, eventuell. Ah, ich brauche ja nur eines von die. Ich hab 10 von diesen Bluttransfusionssets gebaut, aber so viel brauche ich ja gar nicht. Ich brauche ja nur eins. Wie viel Leben verliert die Person, wenn ich der Blut abzupfe? Ich glaube 20, aber das siehst du ja auch im Inventar. Ja, ich weiß, aber der hat nur noch 25 Leben, deswegen habe ich ein bisschen Angst. Also 25%. Das ist voll fein, also. Ich warte mal ein bisschen. Da kann auf gar keinen Fall was passieren. Ach, er verliert 25. Okay, gut. Da kann auf gar keinen Fall was passieren. Ich klaue unseren ausgelockten Mitgliedern gerade einmal nur Blut. Haben wir noch irgendjemanden irgendwo, der noch ausgelockt ist? Kannes liegt hier auch noch, ne? Ja, perfekt. Ja. Pia, möchtest du uns was sagen, so vampirmäßig? Also ich halte mich einfach nur an den Deal, den ich mit Niki habe, um meinen Rockdrakes näher zu kommen. Und dafür helfe ich ihm,
Vampir-Fledermäuse zu holen. Und wenn das bedeutet, dass ich allen aus diesem Tribe Blut klauen muss, dann klaue ich allen aus diesem Tribe Blut. Okay. Ich habe mit mir selbst angefangen. Also, ich sehe hier kein Problem. Nö, ist ja, also, kann man schon machen, ne? Okay, ich bin verletzt. Ja, ups. Muss es Menschenblut sein? Solange wir noch keinen Desmodus haben, ja. Ach, dann kann man quasi in Desmodus stattdessen reinklauen. Mhm. Frech. Also der Desmodus produziert Blutkonserven, wenn er... Blutkonserven und Gammelfleisch, wenn er Dinos frisst. Okay, wo sind die Blutkonserven gerade hin? Hä? Ich hab die doch gerade in den Kühlschrank gezogen. Ach, da unten. Gott, ich bin so verwirrt. Ich hab die nicht gesehen. Ich dachte gerade, wo ist das gute, gestohlene Blut hin? Lose, wie viele Stacks Blut brauchen wir? Wie hoch stacken die? Auf 100? 100 oder 200? Wenn du ein High-Level machen willst, nimm mal, also wenn die auf 100 stacken, also entweder frag den Dododex oder nimm mal so, ich würde schon so 500 Blutkonserven mitnehmen. 500? Ich hab 14! Die Frage ist halt, ob wir, man könnte natürlich als allererstes ein Low-Level machen, genau, um Blut dann zu produzieren. Dankeschön, Autofill, für den Raid. Hallöchen an alle. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream. Wir spielen heute wieder Ark. Also, Pierre, der eigentliche Weg, das zu machen, ist, du nimmst dir, also stechst dir ganz viel Medical Brew her und. Trinkst halt immer eine Medical Brew, nachdem du Blut abgezapft hast. Aber ja, dafür mach ich. Bräuchten wir ganz viele Tintoberries und ich glaube Stimulant. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Hallo, einen wunderschön. Hab gehört, du sollst ganz gut. Du sollst ganz gut, deshalb gucke ich mal rein. Du bist wirklich cool. Du sollst ganz gut. Jawohl, ich soll ganz gut. Hi. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream. Wir spielen, wie gesagt, gerade Ark und haben sehr, sehr viel Spaß daran. Ich habe selber auch schon um die 1000 Stunden in Ark. Seit gestern steht der Server jetzt. Wir spielen auf Fjordur, das erste Mal auf Fjordur. Und wir haben jetzt gerade als Ziel, wir haben heute das erste Mal im Dingsterbumsters geholt. Wie heißen die? Andrews. Diese großen, fetten, neuen Schweine. Eine von uns ist schon trächtig von den Viechern. Wir arbeiten gerade daran, dass wir uns Vampir-Fledermäuse holen und Rockdrakes. Und wollen jetzt in den nächsten 2 Stunden auch in eine Burg umziehen, weil das nur eine Zwischenbase war. Das heißt, so weit, so gut. Das ist der Plan für heute. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Ja, da waren wir auch so 2-3 Tage dran, ne? Den ganzen, also nichts anderes zu machen, als immer, wenn wir irgendwo so wiedergekommen sind, einmal kurz Blut abzapfen. Ja, ich glaube, also ich werde auch jedem das so richtig indoktrinieren, dass sobald die Person online geht, erstmal Dings macht. Gibt es. Ich kann halt nur das kleine Heilmittel. Gibt es ein besseres? Das grüne oder dieses rote? Ich habe dieses grüne gerade. Nee, du brauchst das rote. Wie heißt das denn? Auf welchem Level? Das grüne ist so gegen Tollwut und so, wenn du mit Oniken. Dankeschön, Alex. Das andere ist einfach ein Heiltrank mit Tintoberries. Und muss man den lernen? Weil ich finde das in Gramm dafür nicht. Ich glaube schon. Nee, musst du nicht, oder? Das ist das Essen einfach. Das kostet ja einfach an der Feuerstelle. Ah ne, Narcoberries braucht man actually. So. Narcotic braucht man. Narcotic und Tintoberries und Wasser. Wo ist mein Fisch, den ich erledigt? Das ist wie Kibbel, das musst du ja auch nicht lernen. Das ist übel scheiße. Weil wir jetzt kein Wasser und keine Narkosebären mehr da oben haben. Männlich. Ich meine, die wachsen noch, weil die noch bewässert sind. Na, die haben noch Wasser, aber... Ob wir die durchbekommen, ist die Frage. Also wenn wir wirklich Blut abzapfen wollen, dann sollten wir uns einfach eine Schneeeule holen. Und einfach gegenheilen, meinst du? Ja. Das wäre viel zu einfach und viel zu smart. Die Idee mag ich nicht.
Wir machen hier keine smarten Sachen. So, ich bin dafür, den Bronto jetzt schon zu töten. Bevor uns richtig auf den Sack geht. Okay. Ha! Warum haben wir Schaden bekommen auf der ganzen Base? Ach, der Bronto ist schon ein bisschen zu nah. Au! Ach, come on! Ihr seid doch... Das ist schon wieder richtig gut bei euch an, Mensch. Das war Hans. Nee, diesmal nicht. Ich bin ja fast schon froh, nicht da zu sein. Hä, hast du den nicht angepiekst? Ich war das nicht. Ich war das da. Ich war das nicht. Auf solche Sachen zu behaupten. Auf keinen Fall. Pia, du bist gestorben. Wie ist das denn passiert? Komisch. Immerhin bin ich jetzt wieder full life, um mir selbst mehr Blut abzuzapfen. Stimmt, das ist actually das Play. Du machst dich einfach. Du tötest dich einfach. Man braucht halt genug Betten, ne? So, damit das klappt. Ja, und du brauchst einen, der die ganze Zeit die Betten aufhebt. Und was ist dein Job? Ich bin Bettenpfleger. Also, ich pflege die Betten. Mann, ich hab meinen Fisch schon wieder verloren. Holla macht Otterdinger. Wer hätte das gedacht? Wir haben schon 19. Wie gut geht's denn Jay wieder mittlerweile? Ah, nicht so gut. Ach, die müssen auch essen, damit die sich wieder heilen können, oder? Ja. Dann sollte ich denen vielleicht Essen ins Inventar schieben, wenn ich ihnen das Blut klaue. Sonst kann ich ihnen ja kein Blut mehr klauen. Hier, wo hast du die ganzen Infusionen? In einem der Schränke, da sind 10 drin oder so. Ups. Ich fütter sie mal, dann wird das schon. Müssen die, muss ich sie zwangsfüttern? Können die, wenn sie schlafen, selber essen? Ja, können sie. Geht es schneller? Oh, ich kann sie füttern, dann geht's schneller. Oh nein, mein Otter frisst die Fische. Otter, why you stupid? Ich denke mir, warum verschwinden denn die Fische, die ich erlege? Auf einmal höre ich im Hintergrund so... Brr, brr. Das ist mein eigener Otter, der sie von meiner Schulter aus wegfrisst. Der freut sich, dass du mit ihm spielst. Ja! Schön! Ich tausche gerade gekochtes Fleisch bei Jay gegen Blut und es funktioniert erstaunlich gut. Das hat ja einen Cooldown. Ja, das hat einen Cooldown. Naja, mein Otter hat jetzt auf jeden Fall keinen Hunger mehr. Toll, ne? Wasser nicht vergessen, er hat Durst. Die Menschen haben doch keinen Durst. Oh, der verdurstet mir. Ha! Wäre so blöd, wenn wir in der Base kein Wasser mehr hätten. Oh nein, ich muss runterlaufen. Das wäre jetzt natürlich schade. Ey, wirklich, das macht mich so aggressiv. Ich habe extra diese Wasserrohre verlegt, weil ich mir dachte, okay, dann haben wir damit keinen Stress mehr, dann ist es einfach mal gemacht so. Und einfach, das hat nicht mal einen Tag gehalten, diese Kackwasserrohre. Hast du dich gerade selbst getötet, indem du dir Blut abgezapft hast? Kein Fall. Aber jetzt bin ich wieder full life. Und kann mir wieder Blut abnehmen. Und falls jemand Fleisch möchte, das liegt auch jetzt quasi rum. Quasi rum. So, ich habe ihn jetzt gefüttert mit Wasser. Kriegt er jetzt wieder Leben oder braucht er neues Essen? Ich fühle mich irgendwie, als würde ich was Illegales machen, wenn ich hier so meine Mitspieler füttere und ihnen Blut abziehe und dann gucke, dass ich sie gerade wieder so heile, dass sie nicht sterben. Da gibt's irgendeinen Trick beim Otter-Themen, dass diese blöde Scheiße mit den Fischen nicht in die Reihen backt. Ich hab'n Otter! Das ist so nervig. Er hat keinen Hunger mehr, das heißt, da macht's jetzt gar keinen Sinn, noch weiterzumachen. Halt. Habt ihr jemals Otter gezähmt? Ja. Ja, ich hätte damit eigentlich nie Probleme. Ich auch nicht. Dieser blöde Fischkörper, wenn der Fisch zu groß ist, ist immer vor dir.
Und dann legst du andauernd diesen blöden Fischkörper ab. Nein, du kannst ja eh gedrückt halten. Ach, dann legst du ihn nicht aus Versehen ab, sondern siehst ihn in dem Grat. Du klingst echt grausam, während du stirbst. Ich bin auch basically gerade ausgeblutet. Also. Holy shit, ey, du stehst da einfach zweimal und spawnst da hinten ein drittes Mal. Es hört sich auch so falsch an, dieses Blut abnehmen. Ja. Schlupp. Ja, es ist echt unangenehm. Nur so mal ganz kurz gefragt, wie oft hast du das schon gemacht, nur damit ich weiß, wie oft ich nur in der Base wieder spawnen kann? Ich bin zweimal gestorben, es liegen doch nur zwei Leichen da. Was ist denn mein Blut in meinem Dingsterbumster? Das habe ich dir auf keinen Fall gerade geklaut. Hast du mein Blut geklaut? Ja, so ist das mit Beschaffungskriminalität. Wegen dir kann ich jetzt ein Blut weniger abzapfen. Nee, du kannst trotzdem gleich viel abzapfen. Das geht. Ist egal, wenn es ins Minus geht. Ja, aber vorher habe ich genau so viel, also die paar Prozent regeneriert, dass ich quasi auf 0,2 Leben war und du hast mir erst 0,2 Schaden gemacht. Aber wir holen jetzt erstmal eine Schwächere, ne, damit wir mit der Blut produzieren. Habe ich das richtig verstanden? Ja, brauchen wir dafür einen Low-Level-Mosh-Hops? Schluße? Ich glaube, Schluss ist kurz AFK, ne? Level 80, ne? Hast du gerade den Boden gehauen, Pia? Nein, ich baue dich ab. Welches ist denn der echte? Ah, du. Ich wollte gerade sagen, der nicht den grünen Beam hat, aber die siehst du ja gar nicht. Den kann ich nicht abbauen. Oh, jetzt. Der war besonders widerspenstig beim Abbauen. Es ist schon ein bisschen ekelhaft und makaber, aber nur ein bisschen. Wir schreddern Pinguine im Laufe des Spiels mit Kettensägen, also. Ja. Pinguin-Babys. Hast du schon mal Binding of Isaac gespielt? Nee, aber ich weiß, dass das auch ziemlich makaber ist. Ja, genau. Hattest du Madoc schon gewitelistet? Müsste schon. Okay, also ist gerade nach Hause gekommen und sagt, gib mir mal die IP. Also ab jetzt, wenn er uns sieht, ja, soll einfach auf Discord kommen, dann sieht er ja alles. Ja, kann er reich sein, wenn er auch gut. Kannst ihm den Arsch versohlen, wenn er sich nicht benimmt. Wann Spieler so dauerhaft auf Level 1 setzen, dass sie kein XP bekommen können? Das ist, glaube ich, also das steht über meinem Machbaren. Dann kann ich Lalena auch gleich whitelisten. Ich habe jetzt zwei Orte. Wird gerade eh neu gestartet oder so? Hab ich was? Nee. Da noch rum. Nee. Noch nicht. Also die Frage ist halt, ich warte halt immer noch auf eine Antwort, wie das jetzt mit dem Server aussieht. I'm very sorry. Es braucht gerade irgendwie länger, als ich gehofft habe. Weil die Frage ist, ob wir dann halt nochmal versuchen, jetzt einen kleinen
eine kleine Fledermaus zu holen, quasi. Habe ich im Blut getrunken? Scheint dir nicht so gut bekommen zu sein. Nee, danach habe ich es mir wieder abgenommen, aber hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Ach, ich komme mit meinem Fiomia jetzt nicht mehr hoch, weil da so ein fucking Dings steht. Auf keinen Fall. Der Stego, warte, komm, ich stell dir den weg. Nee, nicht der Stego, der ist nicht das Problem. Ach, das ist doch gar nicht unser. Nee, ist nicht unser Problem. Ist, man kommt am Fabricator nicht mal vorbei. Aber ist nicht schlimm, wir bleiben ja nicht hier. Aber es ist halt sehr eng mittlerweile. Wir brauchen das Blut für die Fledermäuse. Für die Fledermäuse. Fledermäuse. Ich, jetzt habe ich ein Blut getrunken. Nein, hört auf! Ach, Schluse. Nein, weißt du, wie viel Arbeit das ist, das zu machen? Ich schöpf's mir ja auch gerade ab. Sonst hätte ich das ja nicht. Hey, wir haben ja schon einen 100er Stack. Wir haben einen 100er Stack gerade, ja. Ist doch fein. Werde ich bekommen. Das geht recht gut. Das Problem ist, dass unsere Teammitglieder jetzt schon leer sind, also die Bewusstlosen. Ja. Ja, und wir können sie nicht forced respawnen. Warte, kann ich das eigentlich auch in die Hotbar ziehen? Nee. Damit du parallel die ganze Zeit auf Speed Blut ziehen kannst. Ja, und durch die Gegend laufen kann. Also ich habe gerade noch mehr Honig, das ich abbaue. Da ist gerade noch was nachgespawnt. Können wir nicht erzählen, dass ihr damit nie Probleme hattet? So, ich würde jetzt den 130er männlichen Otter. Ich wäre halt an deiner Stelle überhaupt nicht zufrieden mit diesen Nicht-Max-Level-Viechern. Hansel, ja, es gibt nichts anderes. Wo bist du gerade? Das ist eine gute Frage. Nächste Frage. Ich bin nicht besonders weit weg vom Down Obelisk, sagen wir es mal so. Okay, machst du Cryos? Machst du Cryopods? Dankeschön. Alle Cryopods, die wir haben, liegen im Kühlschrank. Ganz viel Spaß, ob du welche machst. Achso, nee, danke. Mach ich gerade nicht. Ich habe gerade 4 Saber-Tests gefüllt. Wir haben inzwischen 8, brauchen wir mehr. Einen verfüttert und der Rest ist despawned. Weil. Weiß ich nicht. Ich bekomme keinen Honig mehr in unserem Kühlschrank. Hättet ihr sonst eben einmal die Wyvern-Falle gezeigt? Ach, die Wyvern, die Argentavis-Falle gezeigt. Ja, dann gehst du einfach in den. Ja. Boah, ich, also ich bin gleich einmal weg für ein paar Stündchen. 1, 2 oder so. Ihr habt schon eine Wyvern-Falle? Nein, ich hatte mich versprochen. Ja, ich muss meine Autos ummelden. Ich bin gerade umgezogen. Ist jemand mit meinem Hans? Ja. Was? Heißt der Tyrannodon, mit dem du unterwegs bist, zufällig Stusigrun? Nee, sollte eigentlich nicht. Nee, heißt er auch nicht. Okay. Was ist Stusigrun? Stusigrun steht da vorne im Gras. Stusigrun, was machst du immer so weit weg? Es geht auf dich. Schon wieder auf neutral gepfiffen hier. Deshalb. So, wie heißt dieses Fledermausvieh nochmal? Desmodus. Desmodus. Ich höre hier nur Niki neben mir sterben. So, Desmodus. Ein sehr committed. Auf was haben wir denn Zähmen gestellt von der Geschwindigkeit? Weiß das jemand? 3. Aus dem Kopf? Auf 3? Ja. Jetzt bin ich im falschen Bett gespawnt. Wer schläft da in meinem Bettchen? Was hatte ich denn sonst noch drinnen? Also, dass einmal die Einstellungen einmal richtig durchgehe.
wenn ich meinen Dododex einstelle. Also, wir haben... Ja, muss jetzt erstmal reichen. Kein Lust mehr. Ey, das tut mir mega leid, Leray, das ist mega scheiße. Das tut mir super leid. So, wir haben 10 Geschwindigkeit 3, Dino Character Foot Drain ist Standardmäßigkeit, Eischlüpfgeschwindigkeit, haben wir da was umgestellt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, oder? Haben wir Babywachstums? Das Problem ist, ich kann mir das gerade alles nicht mehr einfach so anzeigen lassen, weil ich im Expertenmodus bei dir gerade drin bin. Schweigsam oder ist meine Verbindung broken? Ich bin gemutet aus Versehen. Okay. Ich bin gemutet und doof. Ich versuche gerade noch mal rauszufinden, was wir für Einstellungen genau auf dem Server haben. Weil ich die nur aus dem Expertenmodus gerade ziehen kann, also aus der INI. Aber ich das einmal sehen möchte für meinen Dododex zum Einstellen. Hansi, komm nach Hause, dann zeige ich dir die Agentavis-Falle. Ach so, oh. Ja. Wir haben keine... Achso, doch, das ist der Haarwuchs. Dings Babyprägung ist auf 4. Ich bin demnächst zurück. Wenn ich mich nicht schon wieder verflogen habe, aber. Bin relativ sicher dieses Mal. Ach, okay. Babyentwicklungsgeschwindigkeit ist das Wachstumsding, ne? Das haben wir auf 4. Aber ich glaube, wir haben... Ist das dann auch das Ei automatisch? Nein. Ist das Ei das gleiche wie die Schwangerschaftsgeschwindigkeit? Eigentlich auch nicht. Weißt du, wie genau der Term davon ist? Eischlüpfgeschwindigkeit, Egg, Speed, Eggs auf Speed. Ja, ich brauche den englischen Term, der in der INI ist, Chat. Also es ist irgendwas mit Eibrüteintervall, ja, ja, aber wie heißt das im Englischen, damit ich das quasi aus der INI rauslesen kann? Ist es Hatching Speed? Vermutlich. Egg Hatch Speed Multiplier. Ist das in der Game Speed oder in der Game User Setting oder in der Game INI? In der Game INI wahrscheinlich, oder? Ich schau mal kurz. Es tut mir mega leid, ey. Baby Kuddel, Kuddel. Oh,
Da ist Lay Egg Intervall. In der Game Innie. Okay, also Game Innie und dann war Egg Hatch Speed Multiplier. Ja. Okay, das haben wir auf 2. Dann. Perfekt, dann habe ich das einmal umgestellt. Cool, dann sehe ich jetzt nämlich im Dododex die Sachen richtig. Geil. Also, wir brauchen für... Eine Klippe runtergefallen, Holla? Nee, ich bin ertrunken. So. Also für ein Level 100er brauchen wir 25 Blood Packs. Und das hat einen Intervall, eine Intervallzeit von 3 Minuten 8. So, I'm ready. Okay. Haben wir ein Agentabis, über den ich mir ausleihen kann? Ja, Agatha steht da. Also, allgemein. De facto könnten wir uns einholen gehen, Niki. Haben sie jetzt da oben schon. Ja, auf aber Schluss geht's. Ist doch jetzt erstmal gleich weg. Ja. Das ist wahr. Ihr müsst doch erst einen Moshops zählen. Kurz in Agentabis. Ach so, oder braucht mehrere. Man Moshops dafür zwangsweise? Der hat halt relativ viel HP. Also mit dem Moshops machst du fast am meisten Fortschritt eigentlich. Was soll also das diesen, machen dann? Was ist die Aufgabe von dem Ding? Du musst dem Desmodus einen Moshops dahinstellen und da, und am besten in den die Blutkonserven reinpacken und in dich selber auch. Und ihr könnt aber auch gleich Steven nochmal fragen, wenn der online kommen sollte. Dann schmeißt du ihm den Moshops dahin und dann nimmt er den auf und saugt den Blut aus. Und wenn er keinen Bock mehr auf den Moshops hat, dann greift er einmal nach dir und dann steigt der Taming-Fortschritt. Und dann musst du das halt immer abwechselnd, Moshops und also zwischen Moshops und dir musst du immer wechseln. Dass er erst den Moshops greift Alter, und dann Niki, dich einmal. Was hast du dir da ausgesucht? Aber es lohnt sich, also auch die zu breeden lohnt sich. Das ist schon, also damit kannst du auf der Map hier dann alles. Ich habe gerade festgestellt, dass der Agentabis ist unglaublich Dankeschön langsam. Dankeschön euch, ne? Für die 22 Monate und ganz viel Spaß. Ja, ja, aber Dankeschön. Aber der hat nicht so viel Gewicht. Ist egal, ich brauche kein Gewicht, ich muss nur hinfliegen. Nackt. Das ist alles. Warum muss ich auch ertrinken? Ja, das ist mal ein Upstream-Skill. Nee. Bist du noch da, Hans? Wo bist du gerade hin? Ich bin auf den Goldenen Berg zugeflogen gegenüber. Ich auch. Okay, dann treffen wir uns am Goldenen Berg oder auf dem, am Meer da unten, auf dem Riesenstein. Ach, können wir machen. Wie macht man sich ein Band? Leder, Holz, Fasern. Irgendwie ich sollte mal da hinten mein Bett hinstellen statt den Schlafsack, weil ich vergesse immer den Schlafsack neu zu setzen. Ah, da bist du. Und dann bin ich halt repariert. Kann das sein, dass man beim Dododex zwischen einem also einem mobilen Spiel und einem und dem offiziellen Spiel hin und her schalten muss? Weiter geht's sonst? Ja, eigentlich nicht. Wie hin und her schalten? Ach so, also man schmeißt den Moshops dahin und wenn er am Moshops nuckelt, dann geht die Effizienz auf 100%. Nee, und nee. Sobald die auf 100 ist, hängt man sich selber dran und dann geht der Taming-Fortschritt weiter. Und während du dran hängst, halt, geht der Taming-Fortschritt wieder runter und deswegen musst du dann wieder abspringen, den Moshops wieder dranhängen. Nee, ich meine nur, es gibt ja, gibt es nicht einen Arc fürs Handy auch? Und ich habe das Gefühl, mein Dododex zeigt mir gerade die Werte fürs Handy an, fürs Handyspiel und nicht für das PC-Spiel. Es gibt Arc für Handy. Ich habe das auch schon gesehen. Du hattest unten dann so ein Wert Handy und bla bla bla. Auf der Webseite. Okay.
Ah, da, okay. Genau, hier wollen wir rein, quasi. Das ist, wohin wir umziehen wollen. Und hier habe ich den Käfig hingestellt. Hey, Madoc. Du bist auch schon im Discord, ne? Ja, mal zwei Armbrüste, da ein paar Pfeile siehst du da rein. Ich glaube, Narkose braucht der eigentlich. Gewitelistet bist du schon. Ja. Auf jeden Fall, wenn man jagen geht, dann sollte es auf jeden Fall gehen. Und ich packe dir auch einen Cryopod mit da rein und ansonsten würde ich meinen Vogel nämlich in Cryo packen und mich hier auch einfach eben ausloggen. Achso, okay. Ich weiß nicht, ob du hier wirklich liegen willst, neben der Falle. Vielleicht ein bisschen. Der zeigt mir halt irgendwie in der App gerade nicht an. Ich leg mich da so eine Turmspitze weiter. Ja. Weil sonst bist du vielleicht sonst ein Opfer von einem vorbeifliegenden Agentar, das wäre ja. Das könnte ich auch so werden. Also, er zeigt mir halt nicht an, mit welchem. Also, er zeigt mir halt die falschen. Die falschen Kibbles an. Die ich quasi im Vorbeifliegen snackt. Danke, ich sehe noch nicht, zählt sich zu Tode. Siehst du mich, wo ich hier mich hinlege? Vielleicht kannst du ja irgendwann mal, bevor du wieder abreißt, drauf. Einmal nach mir gucken, ob da nur noch ein Rucksack steht oder ob ich da noch liege. Jo, mach ich. Okay. Da steht halt nicht, mit welchem Kibbel ich den mache. Ich bin so verwirrt. So. Da steht Giant Dingsterbumster. Ja, ich bin dann erstmal ein bisschen raus hier. Bis später. Ich hoffe, ich bin spätestens 2 Stunden wieder da, nehme ich an. Das ist die Handy-Dings. Ich bin so verwirrt über die. Aber wenn der Moshop so für den Taming. Ich gehe auf Google. Google, mach das. Wenn wir uns den ersten einfach nur so holen wollen, brauchen wir ja maybe gar keine Mushrooms, wenn wir ihn Low Level holen. Still, I have absolutely no clue, wo die Dinger sind. Mushrooms sind Fleischfresser? Moshops sind Allesfresser. Die fragen immer so nach einer bestimmten Ressource. Ach, ist das ein Passive-Tame? Mhm. Okay, also zur Auswahl, was der fragen könnte, wäre seltene Blume, Honig, seltener Pilz, Tinkobeere, Mejoberry, gekochtes Lammkotelett, gegrilltes Filet, gekochtes Fischfilet oder rohes Fischfilet. Wir haben alles. Nice. Also wir können uns einfach im Moshops holen. Ja, aber wenn wir uns erst ein Low-Level holen wollen von den Desmodus, dann brauchen wir das maybe gar nicht. Ja, wir können es auch ohne machen. Ich werde es erstmal ohne machen und gucken, wo die überhaupt sind. Hätte er jetzt einfach gegoogelt, ne, wo wir hin müssen. Ich bin echt am Überlegen, ob ich mir mein Tablet herholen soll, um das daneben aufzumachen, damit ich auf dem Tablet dann die Infos mir raussuche, die ich brauche. Ey, wir haben jetzt 2 Brontos in der Base. Ich hasse alles. Nee, ich habe noch nicht mehr dazu gespielt. Ich warte, bis da noch mehr Content rauskommt. Also ich werde es auf jeden Fall auch spielen, wenn es draußen ist. Aber ich habe es noch nicht gespielt. Thank you.
wollte es essen. Ich wollte es eigentlich selber essen, weil es gleich verfault. Jetzt hat es der Dodo gefressen. Na gut. So, ich habe mir da jetzt ein Bett hingestellt. Das heißt, wenn ich jetzt wieder sterbe, ist nicht so schlimm. Otter machen Spaß. Ja, anscheinend gibt es den Höhlen. Who would have guessed? Ja, gut. In welcher? Ja. Was, ja heißen allen oder du hast keinen Plan? Ja heißt in mehreren. Also entweder auf der Maininsel, irgendwo in der Nähe von der Burg actually eine ist auf der Lava-Insel und eine ist auf der kleinen Insel ganz links in der Mitte. Doch, doch, der merkt das safe. Der merkt das safe. Gott, die haben alle noch keine neue Energie. Kein neues Leben, das ich abzapfen kann. Und kein Hunger und kein Durst, mit denen ich sie hochgeheilt bekomme. Wie oft regnet es auf der Map? Ach, es ist wieder einer unserer Düngerdings oben vorhin, als der Bronto angegriffen hatte, zerstört worden. Das ist ja super. Ich glaube, mir ist noch kein einziges Mal Regen aufgefallen. Das ist auch super. Also ich habe halt voll Bock, einfach quasi umzuziehen und dann ein riesiges, fettes Gewächshaus zu bauen, das so mega automatisiert ist. Mit so richtig schönen Glasdecke, also und so weiter. Ich habe übel Bock, ich mach das auf jeden Fall. Ich mach's nur nicht hier, weil ich hasse. Aber der Bronto soll da eigentlich genug. Ja, aber den stelle ich da nicht hin, weil der Bronto, die drei Brontos, die auf diesem Plateau die ganze Zeit spawnen, dann drüber wipen nee, so. Nur weil du meinst, so komplett automatisiert Wasser, bla bla. Ja, automatisiert so. Geht nicht nur darum, sondern um den Kollektor, der automatisch Scheiße sammelt und das alles so, ne? Das meine ich mit automatisiert. Und mit dem Beehive natürlich. Also ich habe da übel Bock drauf, das zu planen und zu machen und anzulegen und kleine Schilder zu machen, wo dann auch draufsteht, wo was ist. Also ich habe übel Bock, aber wenn ich es baue, dann möchte ich halt, dass es final gebaut ist und nicht so wie jetzt, dass es keine 4 Stunden hält, weil dann das nächste Mal ein Bronto in unserer Base ist. So, das ist halt Pain. So. Also ich glaube, es wäre einfacher, wenn wir den Desmodus nehmen, wenn wir an der neuen Base sind, weil da in der Nähe ist direkt eine Höhle, wo die drin sind. Alles klar. Ja, dann lass uns doch langsam umziehen, oder? Jo. Ist das Ding inzwischen geschlüpft? Bitte? Ist das Ding inzwischen wie hast du es schon gesagt? Das hat noch eine Stunde, aber wir können ja Behemoth Gates auf jeden Fall mal schon mal rüberbringen. Ja, ich kann Baseplanen anfangen und so weiter, das ist ja alles kein Stress. Warte, bist du damit gerade auf das Haus gesprungen? Das ist mir auch aufgefallen, während ich es gemacht habe. Ich stehe jetzt auf dem Dach. Ja, die als kommt aus dem Stand auf das Dach hinauf. Oh, ja. Ja. 16:51 sagt mein Chat, schlüpft das perfekt.
Das heißt, ich brauche einen Wecker. Ich stelle mir den Wecker für 16:40. Ich habe das vermisst, mir wegen Ark Wecker ich zu nicht. Stellen. Wie du nicht. Ich merke gerade, wie sehr es mich ärgert. Ich werde schon wieder wütend. Also ich habe es jetzt genannt, der Wecker heißt Geburt meines ersten Babys. Nice. Ja, ich würde dann das einfach übernehmen mit den Dingern, mit den Schweinen, weil es hat sich jetzt niemand anderer gemeldet, der Bock hat, die zu breeden. Und dann würde ich einfach sagen, mache ich. Nachdem sich immer noch niemand gemeldet hat, würde ich einfach sagen, ich gehe davon aus, dass niemand was dagegen hat. Nö. Also gerade Fische in Order zu stopfen. Ich kann mich gedanklich nicht darauf einlassen. Aber mach nur. Gleich despawn der Fisch wieder, ich sag's euch. Oh Gott. Ah, ist schon weg, ja. Mein Chat hat eine berechtigte Frage gestellt. Wieso macht Holla eigentlich immer Otter, wenn sie das so hasst? Weil Otter unglaublich süß sind. Und ich immer wieder vergesse, was für eine Pain in the ass es ist, Otter zu tamen. Aber hast du mal Featherlights gesehen? Featherlights sind so viel süßer. Featherlights sind richtig hübsch. Und nützlich? Ja, Featherlights sind noch viel nützlicher als Otter. Die machen Licht. Ja. Sie machen Licht und sie können fliegen. Ergo, wenn du stirbst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sterben, nicht bei 99%. Mensch, nett. Man muss sie wahrscheinlich auch nicht unter Wasser zähmen, ne? Nee. Mensch, ist ja... Wollen wir dir ein paar Featherlights suchen? Oder möchtest du vielleicht Mini-Ziegen haben? Die machen auch Licht. Die musst du auch nicht unter Wasser zähmen. Weil es sind Ziegen. Ja, mal gucken. Aber Scheinhorns. Die Otter ja machen, ne? Die einzigen, die man braucht von denen die unter Wasser sind, sind die Glowtails? Die Eidechsen? Ich hatte noch nie eine Glowtail, tatsächlich. Aber ich hätte gern eine. Ja, die sind aber auch die Painfulsten. Also zumindest auf Aberration, weil die nur in der Cave spawnen. Ich weiß nicht, wo sie hier spawnen. Viel, viel painful als Wort in Bezug auf Aberration tatsächlich mittlerweile gehört. Also, wir werden auf jeden Fall noch Aberration zusammenspielen, Holla. Es ist meiner Meinung nach eine der schönsten Maps, die es gibt. Yeah, aber du brauchst eine andere Resistenzfrust gegenüber, als du gerade aufweist. Ich bin übelst frustresistent. Ich beschwere mich zwar den ganzen Tag, aber ich spiele trotzdem weiter. So Chat, habt ihr auch das Gefühl, dass Holla übel frusttolerant und resistent ist? Hallo, ich habe 100 Stunden Elden Ring gespielt. Ja, aber Ark ist nicht Elden Ring. Das ist eine andere Form des Frusts. Na, geht. Es geht schon. Tim Otter, ich bin einiges gewohnt. Wie gut funktionieren Windturbinen eigentlich für Strom? Es kommt darauf an, wo du sie hinstellst. Auf unserem Berg. Das weiß ich nicht, wie die Windverhältnisse da sind. Gut. Ich lerne schon mal die Kabel für die lustigen Dinge. Und dann brauchen wir auch die Metallwasserrohre, ne? Die müsste ich mittlerweile eigentlich auch können. Ja. Okay. Bauen wir dann oben in der Burg überhaupt aus Metall, wenn da alles so burgig ist? Oder bauen wir dort aus Stein mit Holz? Eine Techware-Burg wird es, also
Das wird eine Watt. Das wird eine Tech-Burg. Ja, wir bauen da doch nicht heute Tech hin. Woher willst du denn das Tech holen heute? Nicht heute, aber also... Nur weil es eine Burg ist, heißt es ja nicht, dass es nicht... Also möchtet ihr, wollt ihr schon Hightech in die Burg reinbauen? Und nicht, also das ist die Frage. Also mir ist es egal. Es geht nur darum, was euch gefällt. Also... Mir ist es egal. Hast du nicht gerade gesagt, du möchtest eine Tech-Burg? Der Tech-Burg wäre schon cool, habe ich gesagt. Nee, du hast gesagt, das wird eine Tech-Burg. Nee, ich habe gesagt, also was ich ausdrücken wollte, ist, dass nur weil es eine Burg ist, nichts dagegen spricht, da Tech reinzuklatschen. Später. Das muss ja nicht nach Burg weiterhin aussehen. So, es zieht ja seine Schönheit nicht aus dem Burgsein. Das ist wirklich eine der hässlichsten Burgen. Burg weiß. Ich lerne gerade die ganzen Glasdinger. Sag mal so, man kann ja das ganze Zeug ja auch einfach vom Aussehen hier umstellen. Also wir können mit dem bauen, was wir wollen und uns dann einfach anders aussehen lassen. Ich weiß aber nicht, ob wir genügend Metall haben, um da schon aus Metall zu bauen. Nee, aber das ist ja die Frage, ob ich jetzt anfangen soll, Metall zu farmen. Oder ich würde aus Stein bauen. Aber es ist. Aber dann ja, umbauen Metall. Ist ja auch scheiße, oder? Ich habe einen Otter angegriffen. Hat doch bestimmt einer von euch Bock. Obwohl, ich kann es euch auch machen. Aber kommt jetzt einer von euch zur Burg gerade, oder? Ja, das ist die Überlegung. Also, das ist das Gespräch, das ich gerade versuche zu führen und das ich alleine führe. Weil ich halt immer noch nicht genau weiß, was ich jetzt mitnehmen soll, wenn wir rübergehen. Weil ich möchte Prime Meat, bitte. Prime Meat? Jawohl. Ja. Ich hätte dich in Argentavis und er bräuchte Prime Meat. Ich komme mit Prime Meat. Also, ich habe 2 gerade in Ad. Ich brauche, glaube ich, 8. Jawohl. Wir müssen halt Prime Meat erstmal holen, ne? Ja, aber mit dem Pinguin geht es ganz gut. Ich kann auch rüberkommen und holen, aber. Nee, ja. Nee, alles gut. Ich muss mir nur. Ich klammer mal Agatha. Du bist dort bei der Burg, wo wir sind, ne? Genau. Der Taming Cage steht da drauf. Ich könnte gar nicht kommen. Ich habe ja gar keinen Piranha drin. Hey, hi. Ja, also ich glaube halt, was wichtig wäre, ist, dass wir halt insofern langsam umziehen. Weil wir haben ja zum Beispiel Pteranodon-Eier und alles. Und es wäre halt sinnvoll, dass wir die langsam anfangen auszubrüten. Damit wir einfach genug Flugviecher haben. Aber ich habe halt keinen Bock, jetzt hier 30 Dinge auszubrüten und dann mit 30 Dingen umzuziehen, wenn wir schon wissen, wo wir hinwollen. Also ich würde einfach Gates bauen. Dann irgendwas, was einigermaßen kämpfen kann, mitnehmen, um das da drin zu clearen. Und dann alles Weitere können wir drüben im Zweifel farmen und bauen. Ja. Die Frage ist, Metall-Behemoth Gates oder Storm-Behemoth Gates? Nee. Also ich bin mega für, dass wir so eine Metallglas, so eine moderne Metallglas-Base bauen. In die Burg hinein. Okay. Es fühlt sich grausam an, Pinguine zu töten. Ratet mal, wessen Zähnfortschritt wieder auf Null ist. Vor allem, weil man die ja die Babys tötet. Das ist schon so. Ich muss auch das fucking rohe Fleisch aus meinem Adler rausziehen, weil der frisst das, ne? 3.100. Nee, der frisst zuerst eigentlich im rohes. Primate ist später. Erst rohes? Okay. Ja. Genau, das haben sie zum Glück gemacht. Das wäre jetzt echt Pain. Alter, Babypinguin in die Kralle und in der Kralle töten, das tut ja einfach nur weh, was man da macht. Ey, das ist ja einfach nicht feierlich. Chat schaut nicht hin. Also ich habe keinen Bock auf Kettensägen-Action. Ich sag's euch, wie es ist. Ich finde das unangenehm. Ich bin jedem dankbar, der mir das abnimmt.
hätte ich hier mit dem Agitabus herkommen sollen. Ach ja. Naja, irgendwann werde ich auf jeden Fall mal mindestens 2 Pinguine holen, dass wir Pinguineier haben, dass wir nicht mehr irgendwo hin müssen, um. Damit du die dann abschlachten kannst bei uns in der Base. Genau, damit sie ausbrüten und dann in unserer Base auseinandernehmen kann. Alter, aber safe nicht. Du machst doch einfach Schafe. Ja. Aber Matten ist halt nicht so geil wie Primate. Ja, wir haben aber den Kibbel. Aber wie lange braucht das Bett, bis ich es wieder benutzen kann? Kommt drauf an. Was für ein Bett hast du gebaut? Ein normales? Ein Simple-Bett. Dann glaube ich 5 Minuten. Warum ist das letzte Mal gestorben? Ich sag mal so, ist es noch nicht wieder ready. Nee. Alter, mir ist gerade aufgefallen, dass ich hier ja friere. Oder? Doch, ich habe 5 oder 10 Meter weit von den Ottern weg einen Kohlesham getötet, einen Fisch, und wurde dann von den Ottern angegriffen. Kann das da auch mit dem Rubberbanding zu tun haben? Keine Ahnung. Es ist einfach, ich weiß nicht. Kann ich einfach auf der Map warten, bis es wieder ready ist? Oder muss ich irgendwo anders bauen? Shit. Was tust du, Pia? Ich erfriere. Ich habe unterschätzt, wie fucking kalt es gerade ist. Also, das ist. Ja, und jetzt stehe ich neben einem Lagerfeuer und habe kein Holz, um es anzuzünden, und habe so viel Schaden bekommen, dass ich nicht mehr laufen kann, und gegen Heilen funktioniert nicht mehr. Ach Gott, ist das wundervoll. Ich habe einfach maßlos unterschätzt, wie scheiße kalt es ist. Gut. Ich komm nach Hause. Heilige Scheiße. Ja, nachts und tagsüber macht schon nochmal einen krassen Unterschied. Definitiv. Oh. Ich bin gerade mal minus 1 Grad. Ja, aber ich habe auch nichts an. Well. Ich laufe halt die ganze Zeit nackt durch die. Nein, ich kann nicht springen, weil ich verletzt bin. Lass mich rein. Lass mich rein. Lebe. Ist gar nicht knapp gewesen mit 7 Leben. Okay, es wird erstmal Zeit, dass ich mir bessere Kleidung. Ich komme gleich zu dir, Hans. I'm very sorry. Ich habe auch schon das Fleisch ready. Ich muss nur was anziehen, mit dem ich nicht auf dem Weg erfriere. Leder müsste doch eigentlich reichen, oder? Also hier drüben ist es gar nicht so kalt. Das ist nur 0 Grad. Ich bin halt immer noch mit Stoff unterwegs gewesen. Also. Ja. Wie greife ich nochmal zu meinem Agentur? Das ist ja relativ resistent. Keine Ahnung, wie viel du brauchst. Ne? Mit dem Petran oder Rechtsklick? Ja. Rechtsklick. Muss ich das halten? Nee, ne? Nur einmal Rechtsklick. Nee. Nein, einmal drücken. Stimmt, mein Streamtitel ist ja Dodo Farm, aber wir haben gar keine Dodos mehr. Wäre so schade, wenn die vorhin alle umgekommen wären. Ja, Mensch, das ist aber richtig blöd gelaufen. Das war, by the way, Absicht. Wir bauen jetzt schon auf die Burg. Das heißt, ich kann die Otter in die Burg bringen und nicht in die ganz, ganz... Wir haben Welt, noch gar nichts auf der Burg. Okay. Wir versuchen. Aber ich könnte einen Otter auf einem Turm absetzen. Und du könntest einen Otter auf einer Burg auf einem Turm absetzen, aber ich gebe dir keine Gewähr, dass das überlebt. Das ist hier ungünstig. Also wir sind auf dem Weg dorthin, dort auch alles zu bauen quasi, aber... Movement Speed einfach bester Stat. Bist du schon bei 150? Ich bin 160, aber ja. You what, mate? Die Dodos wurden zerfleischt. Um genauer zu sagen, ein großer Bronto-Schwanz
hat sich einmal quer durch das Dodo-Gehege bewegt und alle dahin geschlachtet. Jeden einzelnen Dodo, den wir hatten. Hallo, Turtle. Ich frage nochmal anders. Haben wir gerade Kryopods in der Nähe der Burg? Nein. In der Nähe der Burg? Wir haben hier einen. Weil es ist sau nervig. Also ich traue das nicht, dass ich den Otter andauernd absetzen muss, wenn ich Ausdauer refreshe vom Petri. Also die Idee wäre halt, dass du dir diese Dinge einfach mitnimmst, wenn du wohin tamen gehst. Ja. Das wäre smart gewesen. Also wie gesagt, wir haben einen in der Burg. Okay, den würde ich mir gerne nehmen. Okay. Weil bis zur Burg schaffe ich es easy vom Redwood. Dann muss ich halt nicht absetzen und irgendwie possibly meinen Otter verlieren. Das ist nur der schlechte, aber na. Ich muss aufhören, dann die Kuchen zu essen. Hast du nicht vorhin irgendwas von gesund gesagt? Ich ernähre mich super gesund. Aber ich habe auch Lebkuchen gekauft. So, der Kryo ist wo? Wahrscheinlich im Inventar von Schnuse, ne? Nee, also da ist ein Kryo, aber der ist voll. Der okay, Kryo, wir haben eine Antwort bekommen von Nitrado, Entschuldigung, dass ich da so schnell reingritsche. Um 16 Uhr fahren sie runter. Okay. Okay, das ist ja gleich. Aber schwierig für den Agentavis, I guess, aber. Also wo ist der Kryo? Das ist im Schrank, neben dem Cage. Neben dem Cage, okay, das ist nice. Ein Hotelazzi, ja. Das ist nicht zufällig 8 Primate? Ich komme, nee. Ich komme. Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich sehe nur nicht so viel, das ist das Problem. Aber ich habe das Prime Meat mit, das Rohr. Sehr gut. Das ist der Schrank. Wenn der Server dann so 20 Minuten weg ist, kann ich in der Theorie meinen Stream kurz auf Pause schalten, zum Supermarkt laufen, mir Lebkuchen holen, auf den ich jetzt Bock bekommen habe, und dann weiter streamen. Das ist richtig. Also eventuell hatte ich gerade genau dieselbe Idee, ohne den Stream ausschalten. Wow. Ich habe nur noch 2 Dingsies Lebkuchen, das ist schrecklich. Ich krieg erst Donnerstag wieder 9. Ja, ich lasse das schon mal weiterlaufen. Ich mache wahrscheinlich einfach die Playlist von meinen Monats-Best-Offs an. Mittlerweile haben wir so viele, dass ich das auch einfach 3 Stunden durchlaufen lassen kann. Deshalb, ihr habt Unterhaltung, wir machen kleine Klopause. Und wir können alle, die wollen, können sich Snacks holen gehen. Die anderen bekommen fucking Highlights-Best-Off-Dingster-Bumster. Und dann bin ich wieder da und wir machen weiter. Wenn ihr lieber Fahrstuhlmusik haben wollt, spiele ich euch auch 20 Minuten Fahrstuhlmusik. Aber ich glaube nicht. Ha! Also ich fahre nicht zum Supermarkt. Was war das? Das war ein Mikroraptor hier. Es sah sehr gut aus, wie er dich knapp verfehlt hat. Spannend. Du bist hinter mir. Du kannst dir das Fleisch schon aus meinem Vogel ziehen, wenn du magst. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Prime Meat. Kann man kein Prime Meat ziehen? Oder heißt das irgendwie anders? Sonst lass uns da vorne und einfach. Oder wo muss ich sonst hin? Sonst flieg vor und follow you. Ja,
Da hinten die Burg sieht man schon. Yep, yep. Das heißt Raw Primate, Lukas. Ach, es ist Raw. Okay. Ja. So viel dazu. Ich muss nur auf der Burg einmal kurz absetzen. Ja, ja, ich habe die Ausdauer im Blick. Der Vogel hat nur sehr, sehr viel Ausdauer. Also dieser kleine Zipfel da oben reicht da halt easy. Das ist halt ein Argentavis, das ist kein Pteranodon. Die können schon was. Drauf, dass du gleich genau vor der Klippe einfach runtersegelst. Nee, nee, nee. Wäre aber lustig. Also ich bin ja jetzt auch theoretisch gesehen direkt hier. Das bedeutet, mein PC startet ja auch, wenn der Server da ist, der lädt ja super schnell rein. Das heißt, ich bin dann auch direkt hier und kann abchecken, weil das der, also wenn der Server restartet wird, wird das, ist der Agentavis ja nicht weg. Ja. Wenn das so weitergeht, ist der auch fertig, bevor der Server weg ist. Ja, der hat die ganze Zeit gehungert. Ja, das ja. Ah, wir haben eins zu wenig, sad. Ich geh suchen. Nee, okay. der hatte so viel Hunger, der ist das normale Fleisch gegessen. Und wie geht dann der wieder durch? Ich weiß es nicht. Aber wie viel hat der? 49% von 135? Lass mich einlesen. Das sind nur ein oder zwei, ist nicht wirklich relevant. Der ist wieder weiblich, gell? Oh, 42er Gesundheitsstat. Das ist ein Jackpot. Das ist nice. Auf dem Agi? Auf dem Agi. Das ist ein absoluter Jackpot. Heilige Scheiße. 38 auf Sauerstoff leider, aber das kriegt man ja runtergezüchtet. Das ist ja egal, aber du hast den 42er Stat. Den würde ich auf jeden Fall weiter breeden. Schalten die den Server, also fahren die den Server runter? Die fahren den einmal. Oder machen sie einfach den, also ich meine, machen sie den Arc-Server aus oder schalten sie den Server einfach aus? Normalerweise machen sie den Server aus und schieben ihn auf einen anderen Server quasi. Ja, dann solltest du den Server maybe runterfahren vorher, also den Arc-Server, dass er die Sachen speichert, richtig? Nicht, dass sie einfach den Server ausmachen und dann die Sachen nicht gespeichert sind. Dann. Klingt tatsächlich sinnvoll. Dann genau, oder? Dann würde ich jetzt runterfahren.